Hallo, meine lieben Spieler, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, in den Albtraum ohne Ende einzutauchen. Das sind auch wie bisher immer im Team B der sieben Gezeichneten, was wir ja mit zwei verschiedenen Teams spielen. Anselm als zwergischer Krieger Bardobar. Hallo, Anselm. Hallo, Mairi. Hallo, Chat. Ich bin beeindruckt, dass du dich tatsächlich bei steigenden Temperaturen immer noch in Rüstung schmeißt dafür. Da schweigst du zu. Ja, ich wollte, ich habe mir sind drei Antworten eingefallen zwischen meine Füße parke ich einfach in einem Eimer mit Eiswasser, so Kommentaren über das merkwürdige Wetter, zu es ist mir egal, ich bin innerlich kalt. Aber dann habe ich mich dafür entschieden zu schweigen, das sollte ich vielleicht manchmal einfach tun. Du hast ja ein Beispiel genommen an Eric, der mit Revanon, dem Firnelfen, eine der verschwiegensten Figuren spielt, die wir seit langem in einem Let's Play hatten. Hallo, Erik. Korrekt. Hallo. Ist auch, glaube ich, die verschwiegenste Figur, die ich je gespielt habe, weil eigentlich bin ich eine große Laberbacke, wie jeder weiß, der mich schon mal woanders gesehen hat. Aber wenn er was sagt, Revanon, dann hören die meisten Leute dann doch tatsächlich zu. Die Person, die mit am meisten redet, mit Katzen, mit Menschen, hin und wieder mit ihrer Bastmatte und allgemein mit dem Schicksal, das ist Ivy, die Schule hineinspielt. Ja, hallo Chat, hallo Mairi, hallo meine lieben Mitspieler. Ich habe immer wahnsinnig Angst, dass irgendwas mit meinem Mikro nicht klappt. Falls also irgendwas nicht in Ordnung sein sollte, bitte sofort Bescheid sagen. Ich freue mich auf außerordentlich guten Cat-Content heute und hoffentlich finden wir irgendwas, was wir vermöppen können. Hier ist es nämlich leider auch ziemlich warm und noch dazu feucht und ich fühle mich wie in einem Treibhaus. Okay. Armes Ding. Ja. An dieser Stelle bleibt mir nur noch kurz einleitend zu sagen, dass wir die sieben Gezeichneten, das ist so das Statement, das ich dann immer erstmal mache, spielen in einer etwas gekürzten und anderen Version. Und dass wir da schauen, wo man Dinge vielleicht zusammenlegen kann, wo man Dinge beschleunigen kann. Die Idee dahinter ist, dass wir möglichst die sieben Gezeichneten für alle Leute genießbar machen, die nicht die Zeit haben, sie selber mit einer Runde zu spielen oder die neugierig sind, was ist mit dieser großen Kampagne für das Schwarze Auge, was passiert da eigentlich? Und dementsprechend haben wir uns manche Dinge dann auch vereinfacht, damit wir schneller durchkommen. Wir spielen in einem zeitlosen, vereinfachten Aventurien, das wir quasi ein bisschen selber gestalten, historisch, während wir uns da durchspielen. Und wir spielen mit einem anderen Regelwerk, nämlich mit einem selber geschriebenen, das wir einfach DSA Let's Play inzwischen nennen. Da gibt es auch ein PDF, in das man reingucken kann, wie das Ganze funktioniert. Es sind alle Proben, werden nur mit einem W20 abgelegt. Alles ist einfach stromlinienförmig zugespitzt worden, damit man möglichst schnell durch Proben und Kämpfe durchkommt, ohne viel rechnen zu müssen. Wenn der Diener jenseits des Todes, den Meister außerhalb des Todes ruft, wenn aus kristallenem Herz der geraubte Schlange für die Verderberin der Leiber einen Leib dem Verderber der Welt mit sieben Schalen Schärfe scheut, der gegen kein Schrecken ist gewachsen, wird in den Kerker der feurige Blick des Weltenschöpfers fallen. Mit den verlorenen Scharen der Gestaltlosen annehmen die Gestalt die der Schar der verlorenen Wurzeln, die Festungen über das Land wandeln und die Belagerungstürme über den Himmel, die rote Saat der Gur, wenn der alleine Ahnende mit dem Anmandinen wird die letzte Kreatur geboren und mit der Rote des wandelnden Bildes zum Bündner zu Löwen und Einhorn, zu zweien ins Tal der Finsternis, des fünf fernglänzende Finger den Flug der Felder geführt werden, die Wasser blut und die Bohnen sauer. Das Land schwer, die Sterne stürmen, den schrecklichen Schatten schreit, ein bitter Blut im Boden verschwindet, wie das geflügelte Geschoss im Grauen der Götter wird. Dann wird der Rausch der Ewigkeit über die Schöpfung wehen. Da sind wir wieder. Und wo haben wir das letzte Mal aufgehört? Bei den sieben Gezeichneten. An welcher Stelle hatten wir denn eure kleine Gruppe verlassen? Ja, das möchte uns Erik bestimmt zusammenfassen. Ich müsste jetzt sehr genau darüber nachdenken, wie ich das in zwei Worten tun kann. es ging um, wir haben eine Gruppe Goblins getroffen, die auf merkwürdige Art und Weise viel
schneller gealtert sind, als sie sollten. Zumindest haben sie das behauptet. Dass sie sehr alt aussehen, konnten wir dementsprechend bestätigen mit unseren Augen. Also ich erinnere mich an die Episode mit den Harpien natürlich viel, viel mehr und frage mich, wann die wieder auftauchen werden. Aber ja, es gibt eine kleine Fehde zwischen einem gewissen finnelfischen Jäger und einer Gruppe von, sagen wir, 3,5 Harpien. 2,5 Harpien, also 3. Bin gespannt, wie das weitergeht. Aber stimmt, die letzte Begegnung waren die Goblins, die uns wieder so ein bisschen melancholisch heruntergezogen haben, wenn man so bedenkt, in welche Richtung wir gehen. Oder, Ivy? Ja, ich erinnere mich daran, dass ich mir einen Nagel abgebrochen habe, weil ich schlecht geschlafen habe. Das, manchmal muss man Prioritäten setzen. Ich war dann sehr unleidlich den ganzen Tag über. Und ich weiß, dass wir haben noch unseren speziellen Freund dabei, den Mann von der KGEA, der meine Kameraden nicht angeheuert hat. Und den wir jetzt quasi nach Tragenfeld durchschleppen. Ja, und der auch möchte, dass wir die Aufgabe, die er abgelehnt hat, uns zu übertragen, bis dann seine Kompanieros alle tot waren und dann untot waren und er gedacht hat, er hat vielleicht keine Wahl mehr, als die Aufgabe uns zu übertragen. Wo ist meine Schulter? Die verschwindet halt hin und wieder. Das ist eine sehr alte Verletzung. Ja, so eine sehr alte Verletzung. Verschwindet manchmal. Naja, auf jeden Fall will er ja auch noch, dass wir diesen ausgebrannten Magier, der auf einmal wieder zaubern kann, zur Strecke bringen. Ja. Oba. Und dass der zaubern kann, das war relativ eindeutig. Dem seid ihr ja begegnet. Und zumindest hat er offensichtlich einen Weg gefunden, Untote zu Bewegung zu bringen, unter seine Kontrolle zu bringen, mithilfe von diesen seltsamen Nägeln, die er ihnen in den Kopf getrieben hat. Und er schickte sich auch an zu zaubern, bis ihm ein gewisser Elf einen Pfeil in die Hand geschossen hat. Danach war tatsächlich erstmal Ruhe und er ist auf seinem untoten Pferd geflohen. Ja, also, Begegnung mit Untoten, Begegnung mit Harpien, zuletzt Begegnung mit Goblins. Und es ist ein weiterer Abend, der heranbricht, während ihr euch in der abgeschiedenen und zusehends einsam werdenden Region im Nordosten Weidens befindet, wo der Goblinstieg sich durch die Berge und die Wälder schlängelt. Es ist die Frage, wie ihr jetzt verfahren wollt. Wollt ihr einen Lagerplatz suchen? Wollt ihr noch weiterreisen? Wollt ihr umdrehen? Alles Optionen, die euch offen stehen. Nein! Ich bin ja dafür, dass wir uns beeilen. Ich auch. Wenn es schon vorangehen soll, dann soll es schnell vorangehen. Ja, also wenn wir vielleicht so lange weiterlaufen können, bis wir Gefahr laufen, dass irgendjemand sich Beine bricht, weil es zu dunkel ist. Dass wir vielleicht erst dann lagern. Einfach nur, weil das alles relativ beunruhigend ist, was sie so die letzten paar Tage mitbekommen haben. Und ich glaube, ich wäre gerne so schnell wie möglich da. Denn es gilt ja hoffentlich, meine gute Freundin zu retten. Laniale, die Zargeweihte. Genau. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, vielleicht sollten wir uns jetzt nochmal ausruhen. Denn wenn wir wirklich weitergehen und es befällt uns, was auch immer für ein Fluch, dann würde ich dem gern ausgeschlafen begegnen. Ja, ich wünschte ja, ich könnte mal schlafen. Na gut, dann lass uns das machen. Im Zweifelsfall muss ich halt mal früh aufstehen. Ja, so ist das. Ja. Evanon, was denkst du? Habe ich mir gedacht. Wir werden keinen sehr viel sichereren Ort finden in Zukunft. Denke ich auch. Oh, unser Lagerplatz. Ganz perfekt. Der ist ja schön. Ja, ich nehme an, ihr sucht euch einen Lagerplatz. Ja. Revanon sucht uns einen Lagerplatz. Hoffentlich. Suchen einen Lagerplatz. Bau das Zelt auf, stell eine Palisade auf, grabe einen Graben. Und eine Latrine, bitte. Eine Latrine. Machen wir das jeden Abend? Beschäftigen ein paar NSC-Wachen. Schicken Patrouillen raus. Und Bardoba übernimmt die erste Wache. Das heißt, die anderen können sich
hinlegen. Ist denn Reva nun inzwischen auch dazu bereit, mal seine Schlafschuld sozusagen abzugleichen, nachdem er mehrfach das Bedürfnis rausgeschoben hat? Ist er. Ja. Gut. Es ist, naja, wie es halt eben, wie so ein Lager draußen auf der Reise ist. Das heißt für Revanon ohnehin alles gewohnt. Also mit eingewickelt in einen Mantel und nur mit ein bisschen zusammengezogenem Reisig und Moos auf dem Boden zu schlafen, ist für dich ja im Endeffekt nichts Neues. Das heißt, dass du dich auch langsam in die Traumwelten versenkst, die für dich ganz natürlich sind, um sich zu erholen. Aber während du mehr oder weniger deinen Geist davongleiten lässt in diese Bilder und diese Eindrücke, merkst du, dass du wie von einer Strömung erfasst wirst und langsam davongezogen wirst in ein anderes Bild, in eine andere Umgebung hinein. Und in eine graue Nebelwelt, in der du kaum etwas ausmachen kannst, bis sich dann langsam vor dir herausschält, dass dort eine Ebene liegt. Eine rote Ebene aus Fels und aus Staub, über der Staub auch gerade langsam zu Boden sinkt, als wäre soeben ein Sturm zu Ende gegangen. Und während der Staub sich senkt, schält sich langsam eine Gestalt aus diesen Überresten des Sturms heraus. Erst einen Stab, den diese Figur in der Hand hält, dann ein gesenktes Haupt unter einer Kapuze, eine lange schwarze Robe. Und all die Instinkte, die du auch schon von deiner Jugend an immer wachgehalten hast, Ausschau zu halten nach Feinden, nach Bedrohungen, nach denjenigen, die man ausschalten muss, um die Welt zu schützen, die schlagen allesamt an. Du bist dir absolut sicher, das ist ein Feind, das ist der Feind. Und du musst ihn niedermachen, aber als du an deinen Gürtel greifst, über deine Schulter, stellst du fest, du hast keine Waffen. Du hast bis zu einem gewissen Grad die Freiheit zu agieren. Und was tust du? Wie gehst du mit diesem Drang um und mit diesem Wissen? Das ist eine große Ebene, richtig? Mhm. Also keine Möglichkeit, irgendwohin dich zu verstecken. Es gibt nichts, keine Mauern, keine Felsen, kein Gewächse, nur Ebene, Staub, flache Steine. Das leise Wispern von den Körnern des Sandes, die zu Boden sinken. Bleibt nur die Flucht nach vorne, bevor die Gestalt irgendetwas tun kann. Als du dich in Bewegung setzt und auf ihn zuläufst, lehnt er sich ebenfalls vor und rennt auf dich zu. So als würde er genauso wie du die Auseinandersetzung suchen. Lässt den Stab fallen, streckt die Hände wie Krallen geformt in deine Richtung nach dir aus und versucht dich zu packen. Ich versuche auszuweichen und ihn von schräg hinten zu packen, zu kriegen. Tatsächlich schaffst du es, ihn zu packen und zerrst an seiner Schulter, drehst an seinem Arm und schaffst es, ihm einen Schlag zu verpassen. Und kurz darauf seid ihr in einen wilden Austausch von Schlägen und Hieben verwickelt, indem du mit deinen Fingern nach seinen Augen versuchst zu stechen oder versuchst, ihn unter die Rippen zu treffen, irgendwie auszuschalten, ihn straucheln zu bringen. Und dabei schaffst du es, die Kapuze von seinem Haupt zu fegen und stellst fest, dass dir ein vertrautes Gesicht entgegenschaut, das du sonst immer siehst, wenn du dich über eine kühle Quelle beugst oder in klares Eis schaust, die dieselben feinen Gesichtszüge, dasselbe feine Haar, die leicht schrägen Augen. Die Person sieht genau aus wie du. Und als du es schaffst, deine Fingernägel in ihre Brust zu bohren und sie unter die Haut zu schieben, spürst du einen Schmerz auf deiner eigenen Brust, als dort dieselben Wunden entstehen und ihr euch wie Spiegelbild und Spiegelbild gegenseitig zerfleischt und zerreißt. Und als du in einem Wirbel von Blut und Schmerz und der Unfähigkeit, irgendwie aufzuhalten, was geschieht, dass ihr euch gegenseitig in Stücke zerfleischt, dich darin groß zu verlieren, spürst du tatsächlich auf einmal ein ganz kleines Stechen, das gerade eben kurz davor ist, dich zu wecken. Und du hast die Ahnung jetzt, dass das draußen etwas anderes ist. Schulinai. Du wachst auf, weil Yusufrit ein lautes Katzenalarm von sich gibt. Was los?
Yusufrit, erzähl. Yusufrit ist aus dem Zelt geschlüpft und steht draußen mit dem Pelz gespreizt und den Ohren angelegt neben Revanon. Der liegt reglos da, wie er meistens die Nacht und den Schlaf verbringt. Aber du hörst ein leises, beschleunigtes Atmen, so als würde er Mühe haben, Luft zu bekommen. Und sein ganzer Körper, als du kurz darauf achtest, zittert immer wieder so, als wären die Muskeln alle angespannt, hätten aber keine Richtung, in die sie sich bewegen können. Bardobar bekommt das jetzt natürlich auch mit, dass die Katze am Fauchen ist und dass Schulinai aus dem Zelt gekrochen kommt. Was ist hier los? Ich glaube nicht, dass der gerade schön träumt. Also wenn das was, ich meine, vielleicht sehen aufregende Träume bei Elfen so aus, aber das sieht mir nicht gut aus. Wir sollten ihn mal aufwecken. Ich fange mal an, ihm auf die Brust zu tippen. Das funktioniert ja bestimmt. Diese verfluchten Träume mal wieder. Du, Yusufrit hat auch einen Finger des Elfen zwischen seine Zähne genommen und scheint darauf herumzukauen. Als du auf die Brust tippst, fühlt sich die Tunika des Elfen leicht feucht an. Oh, der schwitzt. Schwitzen Elfen? Ist das normal? Du hast keine Ahnung, denke ich, ob Elfen schwitzen. Nein, wahrscheinlich nicht. Gut, ja, sonst sieht alles immer so mühelos aus, was der macht, ne? Dann, wenn das nicht hilft, ich habe ja schon die Rondra-Geweihte recht gut wach bekommen mit meiner Rechten, dann kriegt er eine ans Kinn. Sehr gut, weck ihn auf. Ich würde sagen, wie sieht denn die Selbstbeherrschung aus von Kaldarin, von Refanon, Entschuldigung. Kein Problem. Ich höre auch auf den Namen. Sag ich dir sofort, wenn ich sie gefunden habe. Ich finde sie auch nicht. Ja, dann habe ich wahrscheinlich noch etwas gefragt. Dann machen wir einfach eine Will-Munitionsprobe. Ah. Ja, 7. Du haust ihm zwar ins Gesicht, aber tatsächlich, ja, der Kopf ruckt zur Seite, aber er bleibt dann auch tatsächlich so liegen, wie du ihn mit einem kräftigen Haken zur Seite geboxt hast und ist weiterhin diese Anspannung in jeder einzelnen Faser seines Körpers. Gut, das hat nicht funktioniert. Revanon, wach doch auf, sag doch was. Oder wach auf und sag nichts, so wie immer. Hm, verdammt, zieh seine Ohren lang. Die sind empfindlich. Okay, wenn der das sagt, er wird es ja wissen. Er kennt ihn schon länger als ich. Ich zieh ihm an den Ohren. Es ist auf einmal ein stechender Schmerz von deinen Ohrmuscheln bis hoch zu der Spitze. Und auf einmal wirst du aus deiner Umgebung herausgerissen, so als würde dich jemand wirklich aus dem tiefen Wasser fischen an den Ohren, unglücklicherweise, und in die Realität zurückziehen. Du wachst auf und stellst fest, dass du am ganzen Körper Schmerzen hast, als wärst du lange, lange gelaufen und hättest dabei nicht darauf geachtet, dich nicht zu beanstrengen. Und ein Brennen auf deinem Brustbein und vor allen Dingen der immer noch ziehende Schmerz, während Schulinai beide deine Ohren wie Kneifzangen zwischen ihren Fingern gepackt hat und daran mit ausgesprochener Entschlossenheit zieht. Ich komme aus einer Familie von Backenkneifern. Ich kann das gut. Ich greife instinktiv nach einem der Arme, der offensichtlich an der Hand befestigt ist, die an einem meiner Ohren ist. Ich lasse auch los, wenn ich merke, dass er wach ist. Also seine Augen sind offen, er greift nach deiner Hand. Er scheint wach zu sein. Verzeihung, das sah nicht gut aus. Kein Schlaf mehr für dich. Kein Schlaf mehr für uns alle. Was ist denn passiert? Hast du was geträumt? Du hast bestimmt was geträumt. Kein Schlaf würde ich nicht widersprechen. Geht's dir gut? Das kann ich nicht sagen. Aber es wird schon gehen. Hat sich der Kater wieder abgeregt? Das ist so ein sicherer Indikator für, es ist okay. Der niest leise neben dir. Es war nicht das Gleiche, was ihr beschrieben habt. Etwas anderes.
Verstörendes aber. Verstörend, ja. Hm. Wir werden wohl damit leben müssen. Wir müssen dem auf den Grund gehen und dem Übel ein für alle Mal den Garaus machen. Nun gut, wir werden offensichtlich keine geruhsamen Nächte mehr kriegen. Wir brechen morgen in aller Frühe auf, noch vor Sonnenaufgang. Dann gehen wir weiter. Und so Angrosch will, wird dieses Übel mit dem Tod dieses Magiers enden. Jedenfalls ist das die einzige Spur, die wir haben. Richtig? Naja. Und wenn nicht, haben wir einen Totenbeschwörer getötet. Das ist ja auch nicht schlecht. Mir waren da die Briefe, die mir meine Bekannte geschrieben hat, ein bisschen Sorge. Ich weiß nicht, ob das wirklich was mit dem Magier zu tun hat. Also die toten Alrigs sicher, aber die dicken Kartoffeln, da bin ich nicht ganz so sicher. Wir werden es rausfinden. Rivanon, leg dich wieder hin, du brauchst noch ein bisschen Schlaf. Wir wissen ja jetzt, wie wir dich aufwecken im Zweifel. Ich würde andere Methoden bevorzugen. Rivanon spürt auch weiterhin einen stechenden Schmerz in seiner Brust. Ich würde mal da hinfühlen, wo ich den Schmerz spüre. Und deine Finger stoßen da auf Feuchtigkeit und du spürst unter deinen Fingerspitzen, dass da die Haut teilweise aufgerissen ist und so in einzelnen Fasern und Läppchen sich löst. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. In der Tat. Dann ist das jetzt eine gute Stelle, um zu fragen, wie das ist mit der Astralpunkt-Regeneration? Um zu versuchen, einen Balsam mal zu wirken auf mich selbst. Ich glaube, die allgemeine Regel war, dass diese Punkte Ausdauer, ASP und dergleichen sich zwischen wichtigen Szenen regenerieren. Okay. Das wäre praktisch. Gut, ich kann ja auch drauf spucken. Was soll das bringen? Also ja, ich bin schon am leise vor mich hin singen und meine Brust befühlen, um zu versuchen, die wieder ganz zu bekommen. Dann sag mir doch mal an, was du da würfeln würdest. Ja, und worauf. Ich würfel auf eine 10. Ich könnte auch drauf spucken. Unter deinen Fingern fühlst du, wie die Energie tatsächlich das Mandra fließt und sich in dir in einen Kreis schließt, der Wärme und neue Stärke zurückkehren lässt und wie sich die Haut dann langsam an die Stelle zurückbewegt, wo sie hingehört und die Wunden schließt, bis nur noch getrocknetes Blut an den Stellen übrig ist. Es ist erstaunlich diesseitig für einen Traum. Du meinst, was im Traum passiert, passiert auch in echt? Das klingt nicht richtig. Sollte so nicht sein. Was ist denn genau im Traum passiert? Ich bin gewissermaßen in einen Kampf verwickelt worden. Ja, so sah es auch ungefähr aus, aber gegen was hast du gekämpft? Mich selbst. Oh. Wie dich selbst. Ich kann mir keinen schrecklicheren Gegner vorstellen. Ich würde auch nicht gerne im Traum gegen dich kämpfen. Aber ich glaube, darüber reden wird uns nicht weiterbringen. Wir sollten einfach noch eine Mütze voll Schlaf sammeln, weitergehen, diesen Magier töten und dann dieses Problem lösen. Falls es bis dahin noch nicht gelöst ist. Ich hab's langsam reicht's mir. Ich nehme an, der KGIA Alrik wird uns da auch zustimmen. Der ist der jetzt erst langsam aufgewacht. Was?
Sag mal, wie ist es denn um eure Nachtruhe so bestellt, hm? Albträume, regelmäßige. Aber das ist ja auch kein Wunder, angesichts der Tatsache, dass meine Männer vor meinen Augen umgebracht wurden und zu Untoten erhoben. Wovon träumt ihr denn? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, aber... Von Nebel, durch den ich fliehen muss, und einer weiten roten Ebene und Kämpfen gegen mich selbst, solche Dinge. Also, ich bin mir sicher, ein Traumdeuter könnte damit ordentlich Geld verdienen. Langsam mache ich mir ernsthaft Gedanken, ob uns jemand verflucht hat. Also, ich meine, gehört halt eine nicht Hexe? Gerade zum guten Ton, aber... Naja, wir träumen alle schlecht. Wir haben so eine gewisse Tendenz dazu, uns weh zu tun während unserer Träume. Oder zumindest haben wir das bei anderen Leuten schon gesehen. Revanon hat sich fast die komplette Brust zerpflückt. Ich war nur riesig und bin auf anderen rumgetrampelt. Was mich allerdings viel mehr beunruhigt, ist, dass wir offensichtlich Überschneidungen haben in dem, was wir träumen. Ihr habt gesagt... Ihr habt gegen euch selbst gekämpft. Genau das hat Revanon gerade erzählt, als er aufgewacht ist. Auch die rote Ebene war da. Rote Ebene. Ich war in der... Also ich vermute, ich bin nicht sicher, aber ich vermute, ich war in der Gurischen Wüste. Das ist bei uns direkt um die Ecke. Ist die rot? Ja, die ist rot. Roter Sand. Also ich war noch nie da, aber... bei uns ist es so, wenn es sehr warm ist und der Wind kommt von der Gor, dann ist bei uns der Regen gern mal rot oder der Wind. Aber ja. Warum? Warum sollte uns jemand so spezifisch verfluchen? Und vor allen Dingen euch und mich? Das ergibt keinen Sinn. Ich sollte mich wieder rasieren. Überhaupt nicht, aber das ist das Einzige, was mir einfällt. Ich kenne eine Schwester, die könnte sowas zum Beispiel. Also, eure Schwester kann Leute verfluchen? Eine Hexenschwester. Oh. Und oh ja, die können Leute verfluchen. Ich kann das auch. Habt ihr das getan? Ab und an. Aber niemanden jetzt hier konkret. Ist nichts, was man so zwischendurch macht, ist sehr aufwendig. Einerlei. Verstehe. Wir sind nicht verflucht worden, denn wenn, dann wäre noch eine Person verflucht worden, der wir begegnet sind. Dieser von Schattengraben oder ähnlich. Ja, wie hieß die doch gleich? Myla? Myla? Egal, ja. Ja. Wenn ein Charakter nicht redet, einer sich keine Namen merken kann. Der Dritte sich nicht für interessiert hat. Schön. Wie auch immer, also entweder wir schlafen jetzt oder wir gehen weiter. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Ein Schlaf ist doch jetzt echt nicht zu denken. Ich kann nicht im Dunkeln sehen. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem, das wir mit einer Fackel lösen. Ja, Fackeln. Vielleicht ist Schlaf am Tag erholsamer. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Ja. Also packen wir unsere Sachen und gehen weiter. Ja. Also ich kann jetzt nicht weiter schlafen. Ja, gut. Wir packen unsere Sachen, zünden Fackeln an und gehen durch die Nacht. Dergel, könntet ihr vielleicht eine Weile den Kater nehmen? Dergel? Delian. Ja, meine ich doch. Ich drücke mir einfach mal Yusufried in die Hand und... Yusufried kreilt sich an ihm hoch, um einen bequemen Platz zu finden, wo er sich einrollen kann. Was denn? Ist das eine Hexenkatze? Nicht fallen Natürlich. Lassen. Wollt ihr mich damit jetzt verfluchen? Nein, aber ich werde es tun, wenn ihr ihn fallen lasst. Verstanden. Gut. Ja, ich werde eure Katze tragen. Kater. Euren Kater, sehr schön. Während ich nicht sehen kann, im Dunkeln. Und jetzt kann ich auch keine Fackel mehr halten. Ganz toll. Ja. Kein Problem. Wir leuchten das hier aus. Also wir müssen ja auch laufen und ich habe keine Lust, kostbare Kraft zu verschwenden, nur weil ich nicht im Dunkeln sehen kann. Ich gehe voraus, Revanon kann aufpassen, dass ihr nicht hinfällt.
Wunderbar. So machen wir es. So wandert ihr durch die Dunkelheit. Ja. Und mit den Fackeln geht es auch noch. Der Weg ist hier ausreichend markiert, teils auch mit langen Stöcken für den Fall, dass Schnee liegt und man sich dann noch irgendwie orientieren muss. Und so könnt ihr die üblichen Windungen und Steigungen hinter euch bringen, nur hin und wieder mit einem Straucheln und mit einem kurzen Schreckmoment, ob sich nicht vielleicht doch irgendwie ein Knöchel verabschiedet. Yusufried schläft relativ schnell zufrieden in den Armen von Delian, der umso gehetzter wirkt. Und der zu eurer Überraschung tatsächlich inzwischen einen ordentlichen Dreitagebart aufweist, obwohl ihr ihn mehr oder weniger glatt rasiert kennengelernt habt, einen Tag zuvor. Der muss einen Wahnsinns-Haarwuchs haben. Wie ein Zwerg. Wo ja. Bartobar das sagt, schaust du rüber und stellst fest, dass auch sein sorgfältig in einzelnen Flechten angelegter Bart inzwischen am Kinn sich wieder so irgendwie eine Fingerbreit verlängert hat, sodass die Zöpfe oben am Ansatz an Spannung verloren haben und etwas buschig aussehen. Ist das mit allen Haaren so? Du hast das Gefühl, ein bisschen länger sind die und etwas lose in deinem... Und wo du sie nach vorne ziehst, siehst du eine einzelne weiße Strähne, mehrere Haare, die schneeweiß geworden sind. Was ist das denn? Ich krieg graue Haare. Was ist los? Ich krieg graue Haare. Das ist grau, das Haar. Guck, hier. Ja, es ist nicht schlimm. Es ist ein Zeichen von Würde. Würde am Arsch! Auch da ist es ein Zeichen von Würde. Ich bin zu jung für graue Haare. Ich bin knapp über 30. Was soll denn das? Das ist doch normal, dass man mit... Also, ich denke, es ist normal, dass Menschen mit 30... sterben oder graue Haare kriegen oder sowas. Ich brauche dringend Haarfärbemittel. Das geht ja gar nicht. Also, das ist doch nicht schlimm. Es ist doch nur... Ja, zugegeben. Aber wir hatten alle wenig Schlaf. Es hängt vielleicht damit zusammen. Ich habe gehört, Anstrengung macht auch weise. Ich wünschte, meine Haare würden alle grau werden. Na dann... Können ja aus meinen eine Perücke machen, wenn sie alle grau sind. Silbernons Haare werden wahrscheinlich immer so bleiben, wie sie jetzt sind. Welche Farbe haben deine Haare? Erik? Naja, sie sind grau. Aber wahrscheinlich leuchtend ist grau, nicht spurig. Ja, also kein mattes natürlich, aber... Es wird auch nur begleitet von einer etwas hochgezogenen Augenbraue, als ihr euch darüber beschwert, dass graue Haare irgendwie schlecht sind. Und er hat auch kein Problem mit seinem Bartwuchs, offensichtlich. Ich schimpfe ein bisschen vor mich hin. Hält ja wach, ne? Langsam dämmert schließlich der Tag heran. Und es wird immer mehr offensichtlich, dass auch mit der Landschaft irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist. Ihr seht ganze Bündel und Büschel von Frühlingsblumen, die erblüht und teilweise schon wieder in sich zusammengesunken sind und mit halb aufgeplatzten Samenkapseln angefangen haben zu modern. Und einzelne Büschel, die auf der einen Seite noch fast winterlich ihre Knospen geschlossen haben und auf der anderen Seite zahlreiche neue Triebe, die verdreht und verkorkst im wahrsten Sinne des Wortes, in Richtung Nordosten wachsen. Gibt es irgendeinen Pflanzen? Also ich meine, man braucht ja nicht hinzugucken, um zu wissen, dass da irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Aber gibt es irgendwas, worauf man würfeln könnte? Sowas ähnliches wie Pflanzenkunde oder so, um zu gucken, was passiert da? Es gibt eine Pflanzenkunde. Es gibt Pflanzenkunde. Da, da, da. Ich hab das nicht. Okay, das kann jemand anders machen. Bestimmt. Nicht? Gibt es auch nicht. Bei Natur gibt's. Oder? Ach so. Das Wissen? Nee, ich hab das nicht.
Vielleicht haben wir es vergessen. Es ist bestimmt Klugheit. Im Zweifel ist es. Ja, mit Sicherheit. Ich habe Alchemie und Gifte. Vielleicht ist das da inkludiert. Nehmen wir doch das einfach. Okay, super. Ich hätte 11. Klick, klick, klick. Ich habe eine 13 gewürfelt. Tja. Okay. Ich gucke mir das an und denke, das sieht nicht gut aus. Ja, das sieht alles sehr seltsam aus. Teilweise lauft ihr auch durch schon fast herbstliches Laub, das von den Bäumen und Büschen herabgesunken ist und raschelnd und dann an anderen Stellen feucht, moderig den Boden bedeckt. Es ist ein wenig so, als könnte sich das ganze Land nicht entscheiden, welche Jahreszeit jetzt tatsächlich sein soll. Zurückdenkend an die Kartoffeln, würde ich mal mit einem Pfeil ausprobieren wollen, ob die Festigkeit von den seltsamen Blütentrieben, also ob die auch so zu weich sind, wie meine Mitreisenden gesagt haben, dass die Kartoffeln zu weich sind. Meine Mitreisenden, Punkt. Du stocherst daran herum und die sind tatsächlich regelrecht bröckelig, die geben nach unter der Spitze des Pfeils und es sickert eine leicht faulig riechende Flüssigkeit heraus, so als wäre all das Harz, all der Saft, der in diesem Baum ist, irgendwie schon fast vergoren oder vermodert in seinem Inneren. Der einzelne Trieb, an dem du gearbeitet hast, knickt dann auch ab. Die Blätter rollen sich und man kann dabei zusehen, langsam braun ein. Und dieser Teil des Astes stirbt ab und fällt dann mit einem leisen, knackenden Geräusch zu Boden. Sie können sich auch nicht entscheiden, ob sie leben oder sterben. Ich drehe mich so ein bisschen weg von dem Geruch. Wie lange ist es denn noch, bis Dragen fällt? Vielleicht noch einen Tag, anderthalb. Dadurch, dass ihr die Nacht durchgelaufen seid, ist es jetzt tatsächlich etwas schwierig einzuschätzen. Okay, also wir müssen noch mal schlafen. Berge können tagelang marschieren, ohne zu schlafen. Ja, ich nicht. Setz dich doch auf deinen Teppich. Ja, und dann? Ich zieh ihn hinter mir her. Ich glaube aber, das ist nicht sonderlich bequem. Wenn die nur einen Karren hätten. Oder irgendjemand, der die Tiere betransportiert. Haben wir doch. Delian sieht ausgesprochen missmutig aus und dir fallen auf, dass er graue Schläfen hat und vor allen Dingen einen inzwischen doch dicht aussehenden Bart. Scheiße, sage ich, als ich ihn angucke und nehme ihm mal den Kater ab. Der Kater seufzt leise. Wie geht denn den Kater? Der schaut dich an, zwinkert, und du siehst, dass in einem seiner Augen so ein wie so ein grauer Stern ist, wo irgendwie die ansonsten so leuchtende Iris leicht blass geworden ist, fast milchig. Oh. Na gut. Ihr werdet mich für verrückt halten, aber ich werde es sagen. Ich glaube, wir altern schneller. Ich glaube, wir altern sogar ganz deutlich schneller. Ich habe plötzlich Achselhaare, er hat plötzlich einen Bart und mein Kater geht hier auf seinen Lebensabend zu. Ja, und schau dir Rivanon an. Ich finde, bei ihm sieht man es am deutlichsten. Ich sehe nichts. Ja. Du hast keine Ahnung, was er sagen will. Der Elf sieht genauso aus wie vorher. Ja, die Veränderung in seinen Augen. Guck doch mal genauer hin. Ich guck mal ganz genau hin. Außerdem sagt man, Elfen werden mit dem Alter schweigsamer. Meinst du, er redet dann gar nicht mehr? Kann passieren. Wahrscheinlich steht er dann tagelang einfach nur rum wie ein Baum. Und wächst. Wer weiß das schon? Kaum. Immerhin kann er noch reden. Na gut. Ich gebe zu, dass es mir langsam fast ein wenig unsinnig erscheint, in Richtung dieses Ortes zu ziehen. Nein. Wir gehen da jetzt hin. Aber ich muss vorher noch mit meinem Kater reden.
Du kannst uns jederzeit ausbezahlen und umkehren, aber wir werden weitergehen. Schön. Ja, dann redet mit eurem Kater. Ich knie mich mal zu Yusufrid hin, kraule ihm den Kopf. Ich glaube, du kannst nicht mitkommen, wo wir hingehen. Ich weiß, es gefällt dir überhaupt nicht. Aber ich glaube, du solltest so schnell wie möglich, so weit wie möglich von hier weglaufen. Und zwar am besten in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Ihr macht schmale Augen. Ich verspreche, ich bin bald wieder da und es wird alles gut. Aber ich glaube, wenn du mitkommst, bringt dich das um. Und das bringt mich um. Also, du kennst den Weg. Er datzt dir mit einer Pfote gegens Knie, richtet sich dann auf und drückt seine Nase in dein Gesicht. Wir treffen uns beim Raubritter, kurz, das war kurz vor den dicken Kartoffeln, richtig? Das ist von also euch aus, auf dem Weg hin, was vor den dicken Kartoffeln, auf dem Weg zurück, wäre es nach den dicken Kartoffeln. Also der Junge mit seinen Eltern, die wir kennen. Das kommt drauf an, welchen Ritter du meinst. Ja. Stimmt. Den echten den echten. Natürlich, den ersten, den wir getroffen haben, der erste Raubritter. Kann ich einen Meta-Kommentar machen, um uns nicht unseres besten Assets zu berauben? Meines Wissens nach altern vertrauten Tiere langsamer und können so alt werden wie ein Mensch. Also, aber ich hab Angst! Ja, also wenn's, naja, ja, natürlich. Wenn sein Leben mehr wert ist als das unsrige, dann macht es Sinn, ihn zurückzuschicken. Aber vielleicht. Ja, vertrauten Tiere leben länger als normalerweise ihre Gattung. Aber wie lang ist halt die Frage. Ja, vielleicht sollte Ribbanon ihn begleiten. Ich denke, das Altern wird ihm auch nicht gut tun. Ribbanon, erinnerst du dich an den ersten Ritter, den wir getroffen haben, den kleinen Jungen? Natürlich. Wie wär's, wenn du da auf mich wartest? Was hältst du davon? Nein, wir brauchen ihn doch. Und dein Kater nicht? Natürlich, aber der ist jetzt schon so sichtbar gealtet, dass ich mir wirklich Sorgen mache, dass der übermorgen nicht erlebt. Ja, genau deswegen will ich ihn ja zurückschicken. Ich habe viel gemein mit Yusufrid, aber ich bin nicht dein Haustier. Ich verstehe. Ich glaube auch nicht, dass Yusufrids Schulinais Haustier ist. Wenn überhaupt, dann dachte ich, es wäre eher... egal. Und Yusufrid, was meinst du denn? Also es geht ja um dich. Du hast ja da durchaus Mitspracherecht. Diese ganze Unterhaltung findet übrigens statt, während der KGIA-Agent Yusufrid trägt. Nein, er hat ihn abgesetzt. Nein, er hat ihn abgesetzt. Schade. Aber schade, es wäre noch viel schöner. Versucht aktiv nicht da zu sein. Das versucht er wahrscheinlich trotzdem, weil ihm die ganze Geschichte so unglaublich unangenehm ist, gerade dass drei Leute ernsthaft mit und über eine Katze reden. Yusufrid setzt sich hin und fängt an, sich zu putzen. Eine Geste, die mehr oder weniger sagt, ich entscheide das nicht. Ich glaube, er möchte das nicht entscheiden. Ja gut. Dann würde ich mich auf einen Kompromiss einigen. Wir nehmen einen mit und schicken den anderen zurück. Wollen wir eine Münze werfen? Oder? Der Banan hat schon gesagt, er wäre kein Haustier. Ich glaube, also zwar, was ist das denn jetzt mit dem Unsinn, dass ihr den Elfen wegschicken wollt? Na, ich mache mir Sorgen, dass er altert und stirbt und dann ist er nicht mehr da. Aber Elfenvolk lebt doch so lange, wie sie wollen. Ja, aber sie werden merkwürdig. Also eigentlich mache ich mir eher Sorgen, dass er merkwürdig wird. Er schaut zwischen dir und dem Elf hin und zurück. Wenn das eure größte Sorge ist, schön. Also ich bin der Ansicht, wir sollten uns auf einen Kompromiss einigen. Wir nehmen Ribbanon mit und schicken Yusufrid zurück. Was hältst du davon, Schulinai? Gut, machen wir es so. Yusufrid steht auf,
Und dann dreht er sich um und trabt davon. Später. Aber wenn Harpien kommen, soll er rennen, so schnell er kann. Er dreht sich um und wirft dir so einen Blick zu, so. Und dann wird der Rute erhoben. Trabt er davon, verschwindet im Unterholz ein Stückchen weiter den Hang hinunter. Ja, jetzt wo wir mit der Katze geredet haben. Ein Wort! Und dann setze ich mich in Bewegung. Sehr zielstrebig. Hoffentlich in die richtige Richtung. Ja, dein rechtes Knie tut ein bisschen weh. Aber ansonsten... Oh. Oh nein, das auch noch. Ich öffne die Zöpfe meines Bartes. Ja. Ich werde ihn nun auch mein Haupthaar offen tragen. Fährst du durch und kannst dir so eine gute Handvoll Barthaar, die ausgegangen sind und während die anderen länger geworden sind, einfach rausziehen. Tolles Land. Ich hoffe, ich werde nicht weich wie die Kartoffeln. Hm. Hm. Da sind auch ein paar weiße Barthaare inzwischen. Einzeln? Sehr gut. Aber immerhin. Na gut, diese Unterhaltung hat uns bestimmt mindestens 5 Lebensjahre gekostet. Also gehen wir einfach so schnell es geht in diese Stadt und ja, und wer weiß was dann. Ist denn irgendwas auf dem Weg dahin noch? Also irgendwie so, keine Ahnung, ein anderer Ort oder ist das wirklich so gar nichts? Ihr habt die letzten Abzweigungen, wo es woanders hingehen könnte, hinter euch gelassen. Auf der Karte sind keine weiteren Orte mehr bis Dragenfeld eingezeichnet. Gedacht, vielleicht können wir wenigstens irgendwo Pferde klauen oder so. Aber zu Fuß ist schon echt. Na gut. Ich gehe vor, übrigens. Und dann halt mach doch Ausschau. Mal eine Wahrnehmung. Boah, für Familie. Ja. Achso, ja, du brauchst einen Wert von mir. 9, Entschuldigung. Ja. Klick. Es überrascht dich dann tatsächlich, als du um eine Biegung trittst und von oben dir jemand entgegenkriegst. Hey! Hey, da! Etwas peinlich berührt, dass du die Leute nicht als erstes gesehen hast, schaust du hoch und siehst einen alten und gebückten Mann mit einem Gehstock, der die Serpentinen herunterschaut. Und du siehst hinter ihm den leichten Widerschein von Flammen und hörst dann auch das leise Murmeln von weiteren Leuten, die offensichtlich dort ein Lager aufgeschlagen haben, dass sie gerade dabei sind, abzubrechen, um sich wieder in Bewegung zu setzen. Ich schaue sie erstmal etwas wortlos an und würde mit einer Handgeste, wie weit sind die anderen weg, ist jetzt die Frage. Also kann ich irgendwie Bardoba verständlich machen, wie viele Leute da auf uns zukommen quasi? Oder? Du kannst das gerne selber bestimmen, wie weit du vorangetrabt sein willst. Hm. Dann würde ich sagen, ist es so, dass man ungefähr sieht, dass ich mit der Hand gestikuliere, beziehungsweise aufzeige, wie viele Leute ich ungefähr sehe. Mhm. Gut. Wo kommt ihr her? Dragenfeld. Wie weit? Vielleicht einen Tag, wenn man gesund ist. Wie alt wart ihr, als ihr losgegangen seid? Ich war Anfang 40. Hm. Ja, wenn du jetzt noch einschätzen könntest, wie alt Menschen sind. Mhm. So. Okay. Da ich sehe, dass Rebanon spricht, gehe ich auch mal weiter. Was macht Schulinein? Ja, nachgucken, was da passiert. Der redet ja sonst nie. Vielleicht redet er inzwischen mit Bäumen. Anglosch zum Gruße, Väterchen. Ein Zwerg? Er schaut verwirrt zu euch herab. Ja, ein ja. Elf, ein Zwerg und eine Hexe gehen durch den Wald. Sagst du das laut? Ja, klingt wie der Anfang von einem schlechten Witz, was? Hexe! Er deutet mit einem zitternden Finger auf euch. Sechs! Ja.
Link, wie? Ein schlechter Witz. Klingt irgendwie so, als wären die Leute hier nicht so gut auf Hexen zu sprechen. Sind sie nirgendwo im Norden, habe ich gehört. Vielleicht sollten wir das nächste Mal sagen, ein Zwerg, ein Elf und ein Mensch. Immerhin ist Zwerg auch nicht meine Profession und bei Rivanon ist das genauso. Oh. Wohin geht ihr denn? Drachenfeld, Drachenfurt. Geht nicht nach Drachenfeld. Nein. Ihr kehrt um und geht zurück, wo ihr hergekommen seid. Ihr wollt gar nicht weiterziehen, glaubt mir. Wisst ihr, was dieses Übel über diesen Ort bringt? Ich weiß es nicht mehr. Wir dachten, es wäre die Hexe, aber es ist eine Schlummer geworden. Welche Hexe? Die Hexe, die aus dem Zartempel die vorgab, eine Gewalte zu sein. Liliane, meint ihr? Ja, sowas in der Art. Was soll das heißen? Hexe? Warum Hexe? Ich weiß das nicht genau. Ich kann das nicht genau sagen. Andere haben gesagt, sie ist eine Hexe. Das ist alles, was ich weiß. Was ist mit dir passiert? Er weicht langsam zurück. Und du siehst jetzt eine alte Frau, die an seiner Schulter erscheint und ebenfalls herunterspäht und dann langsam ihn von der Kante wegzieht. Es ist verflucht, ruft sie runter. Das Land ist verflucht. Was ist mit der Zargeweihten passiert? Geweihte. Sie spuckt aus zur Seite. Hexe war sie. Hat das Land verflucht. Was ist mit ihr passiert? Sie haben sie gerichtet. Das ist passiert. Wer ist sie? Aber der Fluch. Naja. Der Schlachter und der Bäcker haben sich zusammengetan. Und zwei von den Bauern und mehrere ihrer Gesellen. Und einige von den Leuten, die Tunichtgute sind. All die ordentlichen und die weniger ordentlichen Bürger, ihr wisst schon. Und dann haben sie über sie gerichtet und sie verurteilt. Ihr müsst verstehen, es war unsere letzte Hoffnung. Was soll denn daran die letzte Hoffnung sein? Jemanden auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, das habt ihr doch gemacht, oder? Woher wisst ihr? Ich hab es gesehen. Ich war quasi dabei. Sie schlägt mit zitternden Fingern ein geflügeltes Auge. Ihr seid auch eine Hexe. Aber es ist so. Sie zieht den anderen alten Mann von der Kante weg. Geht weg! Geht fort! Lasst uns in Frieden! Wir haben schon genug gelitten! Absolut. Da bin ich sicher. Und ihr werdet noch viel mehr leiden. Weil das, was ihr gemacht habt, ist grundfalsch. Sowas macht man nicht. Man verbrennt keine Leute auf dem Scheiterhaufen. Aber und dann sagt man noch, das war die einzige Lösung. Wir hatten doch keine Wahl. Reinigendes Feuer! Wir haben versucht, das Böse auszutreiben, indem wir sie im Namen Braios den reinigenden Feuer übergeben haben. Das ist immer eine unglaublich gute Idee. Und sie hat sich nicht gewehrt. Und sie hat gesagt, es stimmt. Ihr wart so kurz davor, nicht wirklich von einer Hexe verflucht zu werden. So kurz davor. Das habt ihr euch jetzt aber selbst zuzuschreiben. Die brauchen wir doch gar nicht verfluchen. Die halten doch höchstens noch einen Tag durch. Ja, und wenn wir uns nicht beeilen, dann geht's uns genauso. Schau dir mal Rivanon an. Scheiße. Die Reinigung hat ja exzellent funktioniert. Alles nicht. Aber wenn sie noch mit mehr Hexen im Bunde war, zeigt runter auf Schulinei. So funktioniert das nicht. Wenn dich die Hexe verflucht und du sie dann umbringst, wird's eigentlich in den meisten Fällen noch viel schlimmer. Ach. Ja, ist so. Wenn wir diesen Magier umbringen, wird's dann auch schlimmer? Der kann ja nicht fluchen, also nein. Magier können sowas nicht. Sehr gut. Die kann man umbringen. Das merke ich mir. Magier kann man umbringen. So, jetzt aber hier. Wir können uns hier nicht mit der greisen Kaffeefahrt aufhalten. Wir haben zu tun.
Geht der Weg denn an denen vorbei oder können wir einfach irgendwie unten lang? Es so um 20 Schritt entfernt von ihrem Lager führt der Weg entlang. Geht da sehr unbeeindruckt einfach vorbei. Diese Versammlung von Greisen und alten Menschen, so schaut ihr hinterher. Einige zischen, mehrere machen ein Symbol von zwei Flügeln und einem Auge. Du hast gesehen, dass Menschen das öfters machen. Ja, offensichtlich. Unflätige Gesten zurück, jede Menge. Alle an die, die mir so einfallen. Diese armen Menschen hatten nur einen. Delian kratzt sich in seinem Bart. Diese armen Menschen hatten nur Angst und waren verzweifelt. So sehr ich verdamme, was sie getan haben, sie wussten es einfach nicht besser. Es hat ihnen nicht geholfen, aber immerhin wissen wir eine wichtige Sache. Ja. Wir wissen, dass es angefangen hat, bevor sie diese Zageweite getötet haben. Das machst du noch schlimmer. Ja. Ja. Wenn sie sich nicht gewehrt hat, dann bedeutet das, dass das, was sie geschrieben hat, dass sie wahrscheinlich tatsächlich denkt, dass sie dafür verantwortlich ist. Für das, was passiert ist. Und sie hat's gut gemeint. Ich schwöre, sie hat's gut gemeint. Sie hat geschrieben, dass sie einen Fruchtbarkeitssegen oder irgendwie sowas ausprobiert hat, irgendwas Altes und dass das auch gewirkt hat und sie hat sich gefreut und wie landet man dann kurze Zeit später auf dem Scheiterhaufen? Ich verstehe es nicht. Was hat sie gemacht? Was für ein Ritual? Was für ein Segen? Naja, nein, Segen, also sie hat mir Briefe geschrieben. Wir sind Brieffreunde und sie hat geschrieben, ja, ich kann mir doch sowas nicht merken, ich kram mal den Brief raus. Mhm. Indem sie erzählt hat, dass sie sich mit diesem älteren Ritus oder irgendwie sowas beschäftigen wollte. Ja, einem Zar-Ritus exischer Herkunft, den ihr ein Gelehrter, also die Schriften dafür gebracht hat. Genau. Hatte sie nicht auch gesagt, wie der hieß? Ja, sie sagte, er nenne sich Hamid bin Seyshaban. Du gehst nochmal so über den Brief drüber und so ein bisschen fällt dir, das nennt sich dabei etwas auf. Oh, vielleicht heißt er gar nicht so. Oder, also, na gut, ist ja nicht ungewöhnlich, sowas zu sagen. Egal. Ja. Laniare war immer eine gute Beobachterin von Menschen, aber sie hätte auch nie jemandem vorgeworfen, seinen eigenen Namen geändert zu haben, weil das für die Zarkirche überhaupt kein Problem darstellt. Gut, ja, genau, hier. Und dann sagt sie, was sagt sie über, exischer Zarkult. Ja. Alter exischer Zarkult. Mhm. Und dann schreibt sie später, gehen wir mal durch, und dann hat sie doch später irgendwie gesagt, dass es wirkt und dass tatsächlich es alles blüht. Ja. Und dann im dritten Brief steht, dass alles falsch gegangen ist, dass es ihre Schuld ist, dass sie nicht weiß, was sie tun soll. Sie hat einen furchtbaren Fehler gemacht. Ja. Das ist doch immerhin eine Spur. Ich hätte früher sehen müssen. Ich hätte viel, viel früher sehen müssen. Ich bin so blind. Ich bin so dumm. Gut. Ab jetzt wird gelaufen. Schulinai setzt sich in Bewegung. Nach 3 Schritten sticht es in deinem Knie wieder. Oh. Oh. Ich werde alt. Du fühlst dich auch etwas mehr außer Puste, während du da entlang trabst, als es eigentlich sein sollte. Ich war mal zu Schulinai auf. Also du hast gemeint, Drachen hätten ihre widerlichen Hände im Spiel. Drachen? Nee, wieso denn Drachen? Ach so, wegen Echsen. Echsen sind, glaube ich, nicht Drachen. Zwingend. Echsen sind Diener von Drachen. Ach so, kenne ich mich nicht mehr so aus. Ich glaube auf jeden Fall, dass irgendwas gar nicht gut war, was sie da gemacht hat. Und wenn wir vorher keinen richtigen Grund hatten, das aufzuhalten, jetzt haben wir definitiv einen. Alles, was von Drachen kommt und von Geschuppten, muss aufgehalten werden. Ich glaube, wir haben den besten Grund überhaupt, das aufzuhalten. Denn ich bin ziemlich sicher, bis wir dahin gelaufen sind und wieder zurück, wenn wir es nicht aufhalten, sind wir tot. Du kennst dich doch ein bisschen aus mit sowas. Also, mehr als ich, denke ich. Wenn wir
dem Einhalt gebieten, bleiben wir dann alt? Was weiß ich denn? Ich bin noch nie gealtert. Also, nicht mehr als sonst. Also so. Bis. Na gut, also, und wenn es das Letzte ist, was wir tun, dann ja, hatte Bardobar, Sohn des Dunas, wenigstens eine Bestimmung und einen Grund in seinem Leben. Also, schreiten wir voran. Lilian riecht schweigsam, inzwischen mit einzelnen grauen Strählchen in seinem Bart, der auch deutlich länger geworden ist. Es wird nicht das Letzte sein, was wir tun. Such mir einen Gehstock. Mhm. Hört mal, guter Mann, es ist doch augenscheinlich, dass wenn ihr uns weiter begleitet, dass euer Tod sein wird. Geht doch einfach zurück. Geht von mir aus zu diesem Lager an Greisen und wenn ihr dann noch jung genug seid, dann geht weiter. Ich gebe zu, dass ich zweifle, ob ich nicht wenigstens einen Abstand halten sollte und eine Pause einlegen sollte. Ihr würdet es mir nicht ankreiden, nicht übel nehmen, wenn ich euch alleine weiterziehen lasse? Ich finde euch sowieso nicht sonderlich sympathisch. Nee, das beruht hier. Also ich glaube, das ist Gruppenkonsens. Außerdem seid ihr sehr langsam geworden, die letzte halbe Stunde. Meine Hüfte ist sehr steif geworden. Sieht man. Er schaut auf dein Knie. Nein. Ich werde nicht sagen. Gut, gut. Wenn, aber denk daran, meine Aufgabe hier war, Koropa zu jagen und er ist immer noch irgendwo da draußen. Naja. Ja, wenn wir ihn finden, machen wir ihn kalt. Wenn er nicht schon an Altersschwäche gestorben ist. Das wäre mehr Glück, als ich denke, dass wir haben werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Glück der Götter. Und er zieht seinen Säckel heraus und hält es euch entgegen. Wenn ihr wirklich da reingeht und es überleben solltet, dann habt ihr jede einzelne Münze hier drin verdient. Wenn man mich fragt. Toll, Gold. Damit mache ich mit Alter ein schönes Leben. Aha. Morgen, ja. Nicht schlimm daran, reich zu sterben. Richtig. Gut, genug geschwafelt. Viel alles Erfolg. Gut. Ich gehe weiter. Quasi sofort, wenn er sagt, genug geschwafelt, setzt sich Revanon in Bewegung. Ist Revanon schon unterwegs? Wo ist er eigentlich jetzt? Er ist, weitergelaufen einfach. Und dann irgendwann stehen geblieben, weil er nicht hinterhergekommen sei. Es wird ein zusehends mühseligerer Weg. Es ist nicht nur, dass Schulinais Knie irgendwann beide wehtun und sie anfängt, ihre Handgelenke und ihre Finger leise zu massieren, während die weiße Strähne an ihrer Schläfe immer dicker wird mit jeder Stunde, die sie wandert. Der Einzige, der wirklich unberührt bleibt, ist Revanon selbst. Bardobar merkt zumindest, dass eben die Luft schneller knapp wird und dass die Rüstung irgendwie schwerer ist, als er das gewöhnt ist. Ich hab Rücken! Ja, das kommt auch noch hinzu. Langsam bist du tatsächlich froh, dass du deinen Kater zurückgelassen hast. Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht froh, dass ich den Kater zurückgelassen habe. Ich bereue es wirklich jeden Meter. Aber es war das einzig Richtige. Ihr schafft es so mühselig, immer mal wieder mit kurzen Pausen zum Durchschnaufen. Und dann Revanon, der wieder umdreht, um einen Blick darauf zu werfen, wo er eigentlich bleibt. Über einen letzten Kamm, der mühseligst erklommen wird. Und dann seht ihr unter euch, wie sich ein Tal öffnet. Und dahinter die Bergrücken niedriger werden und sich in einem grauen Dunst und Nebel verlieren. Und da eingefriedet mit ein paar Mauern die Reste eines Dorfes. Und wirklich eines Dorfes, die Überreste. Nicht irgendwie tatsächlich, was ihr erwartet habt, einzelne Gebäude, vielleicht verlassen und dazwischen die Felder, sondern eingefallene Mauern, trocken gewordenes, teils zu Staub zerbröseltes Holz, Bäume ohne Blätter, die knorrig dastehen, leere Beete, leere Felder,
ausgetrockneter, aufgeplatzter Boden mit darauf vertrockneten und verfaulten Pflanzen. Und das Einzige, was in diesem ganzen Dorf noch steht und Farbe hat, ist ein großes Gebäude mit dem Symbol der Echse, dem Symbol der Herrin Zar an der Stirnfront. Also so habe ich mir Dragenbach nicht vorgestellt. Das passt ins Gesamtbild. Es sieht ja aus, als ob hier seit Jahrhunderten niemand mehr... Also... Nee. Widerliche Rituale, widerliche Magie von widerlichen Drachen und Drachendienern. Mich wundert hier gar nichts. Dass das nicht vor Pflanzen, nicht vor Menschen, Zwergen und auch nicht vor Elfen, ich schaue zu Revanon und wie er sichtlich gealtert ist, jedenfalls innerlich, zu euch rüber, das macht auch vor der Natur und vor Verfall nicht halt. Wir müssen schnellstmöglich die Quelle finden und unschädlich machen. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun, was ja wahrscheinlich ist. Ja. Wenn wir schon lange Jahre nicht retten können, können wir wenigstens versuchen, ihr Andenken zu retten. Oder unseres. Oder knisternd, den Rest der Welt. Knisternd weht eine kleine Wolke von trockenem Gras an euch vorbei und ein wenig Staub. Irgendwo ächzt ein Rest von Gebälk, der noch steht, und woanders bricht knackend etwas zusammen. Lebt hier irgendjemand in diesem Ort? Es herrscht ansonsten, abgesehen von diesen leisen Geräuschen des Verfalls, Stille. Vielleicht finden wir etwas, ich zeige auf das Zar-Symbol, in dem Gebäude, also in den Ruinen. Das Gebäude steht noch. Das scheint regelrecht unversehrt zu sein, von dem, was auch immer den Rest des Ortes in Ruinen verwandelt hat. Das Dach steht noch. Oh, sorry. Die Tür ist noch in den Angeln, während die meisten anderen inzwischen zu Holzstaub verfallen sind und an rostigen Angeln langsam zu Boden gesunken. Irgendwas gibt mir das Gefühl, wir sollten sehr schnell in dieses Gebäude rein. Ja, vielleicht als erstes in dieses Gebäude und dann aus der Tür gucken oder so. Wer geht als erstes hin? Das wäre dann wohl ich. Der mit den längsten Beinen. Mit den jüngsten, also passt auch nicht wirklich. Die Tür ist geschlossen und du hörst von der anderen Seite nichts und rings um dich auch ansonsten nur das leise Keuchen von deinen Begleitern und das Wispern des Windes, der steht, aber sanft durch die Ruinen streicht. Wenn die meine Begleiter einigermaßen aufgeschlossen haben, würde ich versuchen, die Tür zu öffnen. Das geht problemlos. Dahinter ist eine Gebetshalle, die offen vor dir liegt. Nicht, dass ich sie als solche identifizieren würde, aber ja. Und am Ende mit einer aus feinem Stein gearbeiteten und bunt bemalten Figur von einer lachenden jungen Frau mit roten Locken, die in der einen Hand eine Eidechse hält und in der anderen Hand ein Bouquet von leuchtend bunten Blüten und deren Kleidung in allen Regenbogenfarben schimmert. Irgendeine von diesen menschlichen Gottheiten. Musste sie etwas... Ja, da wird es falsch, aber nichts sagen. Entschuldigung. Lass mich mal vorbei da rein. Bardobar drängt sich vorbei. Ja. Und wo du hineingehst, hast du fast das Gefühl, so als wäre deine Rüstung einen Hauch leichter geworden, als wäre eine schwere Hand, die die ganze Zeit in deinem Nacken dich nach unten gedrückt hat, jetzt angehoben worden und von dir genommen. Ich fühle mal, schau mal auf meinen Bart runter. Der ist weiterhin mit einzelnen weißen Haaren durchsetzt. Schulinai, komm doch mal hier rein. Ja. Komm ich mal rein. Lass auch Schulinai vorbei. Du trittst hinein und du hast das Gefühl, dass ein bisschen der Schmerz in deinen Gelenken nachlässt. Oh. Aber ich fühle mich immer noch alt.
den Kopf bewegst, du bist immer noch in steifen Necken und als deine Haare sich bewegen, siehst du immer noch wie eine helle Strähne. Ja. Von grau durchsetztem Haar vor deine Augen rutscht. Oh nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier drin vielleicht nicht weiter altern werden. Scheint so, als würde die Kraft der menschlichen Göttin an dieser Stadt vielleicht noch wirken. Was aber bedeuten würde, was auch immer hier wirkt, muss unheilig sein. Vielleicht sollten wir einfach einmal beten zusammen. Ja, vielleicht mit einer guten Esse. Esse? Wie Esse? Einem Schmiedefeuer. Ich glaube nicht, dass es hier eine Schmiede gibt. Ich meinte zu Zarbeten. Ja, das kannst du ja machen. Gut, dann mache ich das halt. Wenn sonst keiner ist. Will. Guck so zu Badebau rüber und zuck ein bisschen mit den Schultern. Die Gebetshalle ist am Ende begrenzt durch eine Mauer, in der eine einzelne Tür sich befindet, rechts von der Statue. Ansonsten ist der Raum größtenteils leer. Was ihr seht, sind noch ein, zwei Vasen, die mit Blumen gefüllt sind, die tatsächlich auch nicht vermodert sind und die einzigen Tupfen von wirklich frischem Leben darstellen, die ihr hier in einem ganzen Umkreis um das Dorf gesehen habt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sollten hier unser Lager aufschlagen. Ja. Sollten wir. Wir sollten uns vielleicht umschauen, ob es hier irgendwas gibt, das du sagtest, es wäre ein altes exisches Ritual. Ich bin nicht sicher. Spucke dabei fast aus, aber erinnere mich daran, wo ich hier bin. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht hat sie ja noch Aufzeichnungen hier oder es gibt irgendwas. Aber ja, lass uns ankommen, gib jedem ein paar Minuten, um zur Ruhe zu kommen. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns hier einfach erstmal um. Wir nehmen notfalls den Tempel auseinander, wenn es das ist, was es braucht. Aber wir müssen irgendwas finden, irgendein Hinweis darauf, was sie getan hat. Weil, also ich weiß wenig, aber wenn das ein Fluch ist, dann muss man wissen, was es ist, bevor man irgendwas dagegen tut. Klingt sinnvoll, ja. Ja, gut. Dann begrüße ich jetzt mal die Göttin, die uns hier in ihr Haus gelassen hat. Und ja, ihr macht halt irgendwas, wenn ihr nicht mitbeten wollt. Ich gucke betont vorwurfsvoll. Ich drehe mich um und gehe raus und sehe mich draußen um, ob ich irgendwas finde, was nach meiner Interpretation von einem Ritual aussieht. Also. Ich schaue mich im Tempel um und ich möchte vor allem wissen. Der Haufen angekohltes Holz rings um einen Pfahl, der gegenüber aufgestellt ist. Am ehesten noch. Klingt gut. Schulinein geht zu der Statue, der bemalte, fein bearbeitete Stein. Sie ist liebevoll bearbeitet worden und so auch die Farben angerührt worden, dass ihr Gesicht fast lebendig aussieht mit dem sanften und fröhlichen Lächeln darauf, wenn sie auf die Eidechse schaut, die in ihrer Hand sitzt. Und die Statue strahlt auch irgendwie eine Aura aus davon, von einer Leichtigkeit und auch von einer Unschuld, die in einem auffälligen Kontrast zu allem außerhalb dieser Mauern steht. Ja, ich nehme eins meiner vielen bunten Tücher, die ich so an alle möglichen dranhängen habe. So eins, was noch schön ist und nicht irgendwie voller Straßenstaub, klopft das trotzdem ein bisschen aus und dann bringe ich das irgendwie schön und nett, sodass sie sich vielleicht an der Farbenpracht freut auf diesem Altar an. Guck, dass die ganzen Blumen nett stehen und dann werde ich mich kurz dort zum Gebet niederknien und vor allem
Also für dieses arme Land im hohen Norden. Und ja, für meine Freundin beten, die sie hier direkt vor der Tür offensichtlich verbrannt haben, weil sie einen Fehler gemacht hat. Ja, und hoffen, dass wenigstens ihre Seele Frieden finden kann. Die Statue der Göttin lächelt weiterhin. Ihr fröhliches, enigmatisches kleines Lächeln. Draußen haucht der Wind leise. Hin und wieder klirrt eine von den bunt bemalten Fensterscheiben aus einzelnen Butzenscheiben zusammengesetzt in ihrem Rahmen. Du hörst die Schritte von Revanon beinahe lautlos vor der Tür, wie er dort offensichtlich nach etwas sucht oder auf und ab geht. Und das leise Brummen und Schnaufen von Bardobar und das Rascheln von seinem Bart. Eigentlich verändert sich nichts, aber tatsächlich hast du das Gefühl, ein kleines bisschen mehr Frieden gefunden zu haben. Und da, wo seit der Erkenntnis, dass Lanyare tatsächlich tot ist, Wut gebrodelt hat und sich einzelne Pläne langsam gebildet haben, wie man und wen man dafür irgendwie zur Verantwortung ziehen kann, wie man Rache üben kann, dieses Brodeln, das lässt ein wenig nach und die Hitze von diesem Zorn beruhigt sich. Ich habe sowieso vergessen, wer es war, größtenteils. Ist vielleicht ganz gut so. Ja, dann. In der Zeit schaue ich mich im Tempel um. Ich sehe, dass es noch eine Tür gibt. Ja, neben der Statue ist hinten eine einfache Tür. Ja, wenn ansonsten der Raum so leer ist wie gezeigt, dann würde ich mal durch die Tür gehen. Es gibt noch eine Handvoll von Vasen mit Blumen darin, ein paar Gaben, die Leute zu Füßen der Statue hinterlassen haben, so wie Shulinai ihr Tuch niedergelegt hat. Aber ansonsten nichts Auffälliges. Dann gehe ich mal durch die Tür. Die öffnet sich auch widerstandslos. Und dahinter findest du einen kleinen Wohnbereich. Einen Wohn- und Arbeitsbereich. Mehrere Regale mit Büchern und Schriften, Stapel von weiteren Büchern, Schriftrollen, die zusammengeknüllt regelrecht sind. Ein schmales Bett mit bunten Laken und Kissen darauf und ein Arbeitstisch, auf dem mehrere Bündel trockener Kräuter, weiterer Notizen und dergleichen liegen. Offensichtlich die im Wohnbereich der Priesterin. Ich würde erstmal zum Arbeitstisch gehen und schauen, ob die irgendwie Unterlagen, die auf dem Tisch liegen, also ob ich irgendwas finde über dieses exische Ritual. Tatsächlich liegen dort mehrere Bücher, aus denen offensichtlich auch Abschriften angefertigt wurden, um nicht mit den empfindlichen Originalen arbeiten zu müssen. Und da sind mehrere Stellen markiert und vermerkt und die Titel sind für dich auch schon direkt auffällig. Die fünf Arkanen Kapitel Ranga betreffend. Echsengezücht. Und der Codex Sauris. Magie, Zeugs. Und Liber Zamoricam per Satinaf. Anderes Zeug. Ich lege das alles mal auf einen Haufen, damit wir uns das gleich zusammen anschauen. Jemand mit einer sehr feinen, aber leicht geschwungenen Handschrift hat da Notizen dazu gemacht. Würde mir mal das erste nochmal anschauen. Das, was offensichtlich irgendwie exisch klingt. Was sind denn da Notizen zu identifizieren? Da sind Notizen, wo Namen verglichen werden von Gottheiten. Und wo mehr oder weniger Überlegungen angestellt werden, dass die Echsen die gleichen Götter verehrt haben könnten unter anderen Namen. Hesind statt Hesinde als eine Gottheit der Weisheit und auch der Wandlung. Und ebenso auch eine Wesenheit namens Zar, die für Wiedergeburt und für Neues steht und für das Abstreifen der alten Haut. Ja.
So völliger Unfug. Es ist ja klar, wozu es führt, wenn man exische Götter anbetet. Ich murmel das alles so vor mich her. Das heißt, wenn irgendwann jemand dazu stößt, dann trifft er mich murmelnd, schimpfend. Was macht Revanon währenddessen? Ja, ich habe ja einen Ort identifiziert, an dem ein Ritual hätte stattfinden können. Sehe ich dann noch irgendwas Besonderes? Außer, also man sieht vermutlich, dass es irgendwie gebrannt haben muss dort. Es ist teilweise ist das Holz nur angekohlt und versenkt, aber in der Mitte scheint große Hitze geherrscht zu haben. Da ist Asche übrig geblieben und einzelne übereinander liegende Kohlen. Und wenn du dann genau hinschaust, siehst du umgesprungene, unter der Hitze regelrecht auseinander gesprengte Knochenteile. Gut. Habe erfolgreich identifiziert, nach was ich gesucht habe, und dann würde ich wieder reingehen. Und wenn Shulinai da noch sitzt, dann gehe ich dem Murmel hinterher, was man unweigerlich bis vorne hin hören wird. Shulinai kann gerne entscheiden, wann sie ihr Gebet beenden will. Ja, ich bin nicht so der super andächtige Mensch und ich kann auch nie lange still sitzen. Wahrscheinlich nach ein paar Minuten und spätestens, wenn ich das Gebrabbel unseres Zwergen höre aus dem Nachbarraum, der auf Echsen schimpft, glaube ich, dann werde ich mich auch erheben und mal nachschauen gehen. Währenddessen kommt auch Revanon wieder herein und folgt dir dann wortlos, wie üblich, nach hinten. Arduba schaut gerade in die Luft und überlegt, ist eine Eidechse eigentlich auch eine Echse? Ich meine, geschuppt ist sie ja. Schaut mal, was ich gefunden habe. Ich heb triumphierend die Schriftstücke hoch. Dabei fegt er beinahe mehrere alchemistische Zutaten und kleine Fläschchen vom Tisch. Aber er hat ein Stapel Schriftstücke in der Hand. Hier drin werden Namen verglichen von Göttern der Menschen und Göttern der Echsen. Und es wird hanebüchen behauptet, dass die Echsen und die Menschen gleiche Götter verehren würden, die einfach nur anders heißen würden. Ja, man sieht ja eindeutig, wozu das führt hier. Außerdem, was siehst du da? Was ist das? Was ist was? Diese lose Blattsammlung da. Naja, das ist, ich denke mal, das hat deine Freundin hier gelesen und die hat Sachen hingeschrieben auch. Das können wir ja ganz einfach feststellen. Ist das ihre Handschrift oder nicht? Das kannst du mit einem Blick drauf feststellen. Du hast genügend Briefe von ihr gelesen. Das ist eindeutig Lanihares Handschrift. Oh. Die sich hier kleingeschriebene, saubere Notizen gemacht hat. Ja, das hat sie geschrieben. Also auf diesem Papier ist eben das, was ich eben gesagt habe. Und dann gibt es noch diese anderen beiden Papiere. Ich reiche sie mal an Shulinai rüber. Okay. Ich bin nicht so die Leseratte, aber dann gucke ich mir das auch mal an. Es ist, wie gesagt, ein Codex Sauris, der schon von vielen anderen Leuten offensichtlich bearbeitet wurde, wo teilweise Stellen geschwärzt sind und andere in mehreren Sprachen annotiert. Und auch hier sind vor allen Dingen Notizen dazu, dass möglicherweise das Pantheon der Echsen mit dem der Menschen teils übereinstimmt. Mit Notizen, die mehr oder weniger davon reden, dass vielleicht die Echsen auch einen Teil der Wahrheit erkannt haben und möglicherweise das schon früher als ein älteres Volk und daher Erkenntnisse hatten, die vielleicht den Menschen noch gar nicht offenbar geworden sind. Das ist ja merkwürdig. Gibt es denn irgendwelche Anmerkungen, die sie irgendwie gemacht hat oder irgendwas, wo sie ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich meine, sie schreibt ja viel. Ich würde eigentlich erwarten, dass sie ein Tagebuch hat oder irgendwie eine Klatte oder irgendwas so, wo alles reinkommt, was irgendwie wichtig ist. Also auf dem Arbeitstisch, an dem sich
Bardobar zu schaffen gemacht hat, ist kein Tagebuch zu finden. Das sind nur teilweise sorgfältig festgepinnte Zettel mit alchemistischen Notizen. Verschiedenen Zutaten, Arten und Weisen, aus ihr aufzubereiten. Ist das irgendwas, was in einem Zusammenhang zu den Schriften steht, oder ist das eher so Tinktur gegen Zipperlein oder... Du bist dir nicht sicher, gegen was das Ganze gedacht ist? Okay. Könnte ich das mit einer Probe auf Alchemie herausfinden? Das könntest du versuchen, ja? Ja, also so quasi, ich würde halt schon mal auf die Zettel gucken, die da zu diesen Rezepten stehen, um so einen groben Eindruck zu bekommen, aber was habe ich denn so? Ich habe 11. Du hast keinen Überblick darüber, was das für, also in welcher Art und Weise diese Zutaten zusammenkommen und irgendwie zu einem Trank sich verbinden sollen. Okay, verdammt. Sind das im weitesten Sinne Kräuter, die da auf dem Tisch verteilt liegen? Es sind teilweise Kräuter, teilweise sind es aber auch Pulver, die eher wie zermahlener Stein oder Kristall aussehen. Eines davon mit einem kuriosen regenbogenfarbenen Schimmer, wenn man es im Licht hin und her bewegt. Ja, wenn es im weitesten Sinne Kräuter ist, dann kann ich mich auch, ich kenne mich ein bisschen aus, wenigstens mit Giften. Und kann ja auch mal gucken, ob ich da vielleicht was rauslesen kann, was das soll. 8 wäre dann da der Wert. Nein, teilweise. Das sind menschliche Bezeichnungen und die Kräuter sind teilweise schon haltbar gemacht worden oder zerstoßen und die Blätter zermahlen worden. Du kannst da kaum etwas wiedererkennen. Ich beug mich dann wahrscheinlich über Schulinei so ein bisschen drüber und sage, draußen wurde etwas verbrannt. Ich gehe wieder einen Schritt zurück. Oh, danke. Ja, das habe ich befürchtet. Ist noch irgendwas übrig? Irgendwas? Knochensplitter, Asche, Holz. Danke. Danke, Refadion. Danke. Bitte. Hier in diesem dritten Stoß Papier steht was von Satinav. Das habe ich schon mal gehört. Was ist das? Weiß ich nicht mehr. Was ist Satinav? Wissen wir irgendwas über Satinav? Wir können ja mal Götter und Kulte. Oh ja, mein Forte nicht. Aber ich bin da ganz raus. Götter sind nicht so dein Ding. Nee. Götter und Sagen. Ja. Solltest du da bestimmt. Sphärologie. Oder auch nicht. Kannst auch erstmal für mich würfeln, ich habe da einen Wert von 8. Ich glaube auch, mein Heldenbogen ist nicht ganz aktuell. Auf welches Attribut geht das denn? Satinav, diese menschlichen Gottheiten. Also wer braucht denn bitte schön mehr als Angrosch und Simia? Ja, verstehe. Ja, Götter kann ich nicht so, also 9. Satinav hat irgendwas mit Zeit zu tun. Das ist alles, was du weißt. Aber der Bardobar hält dir auch diesen Stoßpapiere, den letzten, noch entgegen. Ja, was das? Das ist der, da wo dieser Satinav drin steht. Das Liber Zamoricum per Satinav. Liber, oh, das Liber heißt doch Buch, das weiß ich. Zamoricum per Satinav. Tja, sagt mir nichts. Okay, dann gucken wir da doch mal rein. Auch hier sind wieder zahlreiche Notizen und Hinweise. Du kannst dir relativ schnell einen Überblick darüber machen. Das Buch spricht davon, dass die im exischen Glauben es ein Geschwisterpaar gibt von Satnaf und Sathuar, die gemeinsam über das Entstehen und das Enden herrschen. Und Satnaf ist eine Gottheit, die für einen Frevel in der Vergangenheit dazu verurteilt wurde, über die Zeit zu gebieten. Und auch hier sind saubere Anmerkungen. Sathuar, Sathuaria, Satnaf, Satinav. Also das hätte ich ja mitgekriegt. Wenn deine Göttin irgendetwas mit Echsen zu tun hätte. Also ich meine, da kam mal vor ein paar Jahren dieser bekloppte Typ aus Fasana, der hat gesagt, Hexe käme von Echse, aber das, also, nee. Das was? Mitbekommen. Echse kommt von Echse? Das hat der behauptet, aber, also, naja.
Der ist in einen sehr dunklen Kerker gewandert in Zorgan. Na gut. Ja, kann also nicht recht gehabt haben. Aber wir verbrennen keine Leute auf dem Scheiterhaufen, die anderer Meinung sind. Das Buch schildert offensichtlich auch mehrere Anrufungen dieser altexischen Gottheiten. Anrufungen? Also so Gebete? Ja. Oder, okay. Also nicht wie anrufen, also nicht wie einen Djinn anrufen oder einen Dämon, sondern eher Gebete. Nicht in dem Sinne, dass die Wesenheit dann erscheint. Nein, höchstens, dass sie ihre Kraft fließen lässt in irgendeiner Form. So wie man zu Göttern nun mal betet. Offensichtlich haben die Echsen da ähnliche Ansichten gehabt. Zumindest, dass man mit diesen Wesenheiten versuchen kann zu verhandeln oder sie anzurufen. Ja. In dem Fall. Ja gut, verhandeln kennen wir ja von Fix. Ich fürchte, wir müssen das durcharbeiten. Wir müssen irgendeinen Hinweis darauf finden, wie wir irgendwas rückgängig machen können. Gut, wir müssen es auf jeden Fall verstehen. Ich bin immer noch der Meinung, dass Danyare vielleicht ein Tagebuch gehabt hätte oder sowas. Jemand, der so viele Briefe schreibt. Aber wahrscheinlich hat sie sich nur noch auf ihre Notizen konzentriert. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, wir sollten alles durchsuchen, dringend, und gucken, ob wir noch irgendwas finden. Und dann, wenn wir das Gefühl haben, wir haben alles gefunden, dann gehen wir alles durch und dann retten wir die Welt. Ich bereite uns ein Lager vor. Rivanan vielleicht. Nein, ich glaube nicht, dass man hier jagen kann. Außerdem bin ich müde. Ich bin saumüde. Ihr habt gar keine Ahnung, wie müde ich bin. Ich habe noch ein bisschen was im Rucksack, was wir essen können. Ist das noch gut? Naja, es war vorher schon tot, also. Hoffe ich. Gute Frage. Ich schaue mal im Rucksack, ob unsere Vorräte noch gut sind. Also der Käse hat sich in einen grünen Klumpen verwandelt. Die Wurst ist vollkommen eingetrocknet und steinhart. Und das Brot hat zur Hälfte ist es ein dunkler, harter Klumpen geworden und die andere Hälfte ist mit einem feinen, grauen Pelz bedeckt. Oh oh. Ich suche mal, ob es hier drin was zu essen gibt. Du schaust dich um. Naja, es gibt ein paar Kräuter. Und andere Kleinigkeiten. Denn ansonsten Bücher, Schriften, eine Truhe, ein kleines Tischchen mit einer Schublade. In der Truhe ist vielleicht Essen. Aha, jetzt können sie aufmachen. In der Truhe findest du mehrere drei Fläschchen, die fein in Stoff eingewickelt sind. Aus dünnem Glas, was sehr zerbrechlich wirkt, geblasen, in denen eine Flüssigkeit hin und her schwappt, die eine leicht ölige Konsistenz hat und die, je nachdem, wie du sie drehst, unterschiedlich schillert, so wie verschiedene Farben des Regenbogens, wenn man sie hin und her dreht. Und daneben fast wie eine kleine Opfergabe angerichtet und hingelegt, ein Buch, das mehrfach vergrößert wurde, also wo jemand hinten dann die Rückseite entfernt hat, weitere Seiten dran genäht hat und es wieder zusammengefügt hat. Ja, ich rieche mal an diesen Fläschchen. Ich entkork mal eine und rieche da mal dran. Es riecht nach Blumen und Frühling. Ein bisschen Flüssigkeit haben wir zumindest. Ich entkork die wieder zu, stell die wieder hin. Und hier ist vielleicht dieses Buch, von dem du gesprochen hast, Shulinai. Oh. Ich heb's mal hoch und schaue, ob es in der gleichen geschwungenen Schrift geschrieben wurde. Es hat keine Schrift auf dem Deckblatt. Aber wenn du es aufmachst, siehst du darin Zeile um Zeile in dieser feinen, geschwungenen Schrift. Ja. Dann. Na gut. Ich setze mich mal aufs Bett und fange an, vorzulesen. Es ist ein wenig seltsam, Lanyares Worte aus dem Mund des Zwergen zu hören, wenn sein Bart knistert und er tief und brummelig die Worte vorträgt. Und ich nehme an, dass er auch relativ schnell
weiterblättert, wenn ihm auffällt, dass die ersten 20, 30 Seiten einfach nur ganz normale Einträge sind. Darüber, dass Lämmer geboren werden, dass Leute Fragen zum Glauben haben, dass der Dachstuhl geflickt wurde und wie das Leben hier so ist. Bla, 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 bla. Ich gehe voran, bis ich irgendwie was Interessantes finde. Du stößt auf den Namen, der vielleicht schon ein, zwei Mal gefallen ist, Hamid bin Seyshaban. Die Erwähnung, dass ein Gelehrter in den Ort gekommen ist, der ihr ungewöhnlich vorkam, ein Tulamide, aber unnatürlich blass, und der statt einem Auge einen roten Stein in einer Augenhöhle sitzen hatte. So, als habe er dieses Auge verloren und beschlossen, es mit dem angeberischsten Schmuck zu ersetzen, der ihm irgendwie in die Finger fallen konnte. Und sie ist sich auch relativ sicher, so schreibt sie, dass Hamid bin Seyshaban nicht sein echter Name ist, weil er häufig nicht darauf hört, wenn man ihn damit anspricht. Aber sie merkt auch an, dass wohl jeder das Recht habe, so man denn eine freie Wesenheit sei, eigenen Namen zu wählen und sich zu wandeln, wie man denn will, und die alte Haut abzulegen, um mit einem neuen Namen ein neues Leben zu beginnen. Und dieser Hamid bin Seyshaban sei ein höchst interessanter Gelehrter, der einige ungewöhnliche Theorien vertrete und ihr versprochen habe, mit Schriften wiederzukommen, die sie vielleicht interessieren könnten. Und dass sie hofft, dass damit die Wintermonate hier in Dragenfeld vielleicht ein bisschen schneller vorangehen und verstreichen, während sie forscht. Die nächsten Einträge sind wieder recht normal, bis sie davon schreibt, dass dieser Hamid bin Seyshaban wiedergekommen ist und tatsächlich Bücher mitgebracht hat. Und sie gemeinsam die Schriften über alte exische Rituale durchgeforscht haben und auf Parallelen und Gemeinsamkeiten gestoßen sind. Auf den Hinweis, dass möglicherweise ein Kult existiert hat von Zar und von anderen Gottheiten, die die Menschen verehren, schon lange bevor die Menschen tatsächlich eine Kultur hatten und diese Namen ausgesprochen haben. Dass die Wahrheit, so wie sie sich hinter der Welt verbirgt, einfach an das Tageslicht kommen muss. Ob es nun Menschen sind oder Echsen, die versuchen, einen Blick auf die Ewigkeit zu erhaschen. Und dass möglicherweise sie auch so lernen kann, ihre Göttin anzurufen und deren Geschwister auf eine Art und Weise und mit einer Macht, wie die Menschen es selten gesehen und vermocht haben. Ja, es tut mir ja leid, aber ich fand deine Freundin immer weniger sympathisch. Ich bin völlig deiner Meinung, dass das eine ziemlich... Also ich meine, vielleicht wäre die Idee gut. Ich unterstelle nur die besten Intentionen. Aber nachdem, was ich gesehen habe, was hier passiert ist, unterschreibe ich dir Brief, oder ich gebe dir Brief und Siegel, das ist eine ganz, ganz, ganz saudumme Idee. Ja. Na gut. Geht's dann noch weiter? Ja, weitere Einträge beschäftigen sich damit, dass er in ihrem Beisein eine Anrufung durchgeführt hat an eine Gottheit, die mit Zar verbunden sei, und sie den Atem der Ewigkeit gespürt hat, dass sie das Luminöse, das Göttliche spüren und ahnen konnte, was auf seine Worte hin reagiert hat und seine Macht in die Welt hat fließen lassen. Und er hat ihr versprochen, sie ein Ritual zu lehren, mit dem sie auf ähnliche Art und Weise die Macht von Zar in die Welt lenken kann und damit Erneuerung und Lebenskraft dorthin weisen, wo sie am dringendsten gebraucht wird. So eine Art Fingerzeig an die Göttin geben, wo sie ihre Wunder zu geschehen lassen habe, um den Menschen am ehesten zu Diensten zu sein. Und dass dafür auch ein Ort ausgemacht wurde, der sich am ehesten eignet. Dragenfeld lege, so schreibt sie, laut Hamid oder wie auch immer er heißen mag, an einem idealen Punkt, wo sich Linien kreuzten und Schicksale ausgeglichen würden. Und in der Festung, die sich in der Nähe befindet, nördlich des Ortes, ist der Punkt, wo sie sich genau kreuzen. Und so wird sie dorthin gehen, um dieses Ritual durchzuführen, sobald sie es gelernt hat. Frage, habe ich schon mal gehört, dass es Orte gibt, an denen man Rituale besser machen kann oder, keine Ahnung, an denen es zum Beispiel große Schwesterschaftstreffen gibt, um mächtige Magie zu wirken, oder bin ich da völlig unbedarft? Ich denke, als aranische Hexe weißt du, dass die Kraft an unterschiedlichen Orten unterschiedlich fließt und dass das von manchen älteren Hexen auch beschrieben wird wie Fäden, die über ganz Aventurien gespannt sind, oder wie unsichtbare Flüsse, die sich ihren Weg über das Land suchen und auch miteinander vernetzt sind. Ja,
Da wir ja quasi, oder wir, da wir, ja, wir Hexen, wir wirken ja Magie, wir verehren aber gleichzeitig quasi auch eine Göttin. Ich gehe mal davon aus, dass es für mich nicht ungewöhnlich ist. Also ich würde das jetzt wahrscheinlich gar nicht nur auf Magie beziehen. Also sowas, okay, dann finde ich das erstmal nicht merkwürdig. Nein, die Verbindung von magischen Phänomenen und von göttlichen Phänomenen erscheint dir nicht ungewöhnlich. Nee, schließlich. Ist relativ normal. Genau. Gut. Ganz blöde Frage. Also ich stelle mir gerade die Frage, wie ungewöhnlich das für mich klingt, dass es Orte gibt, die besonders sind. Vermutlich auch nicht so ungewöhnlich. Mhm, das ist nämlich auch das, was ich dachte, ja. Weil Firnelfen auch manchmal darauf angewiesen sind, zu wissen, wo die Kraft stärker fließt, wo sie länger ein Lager anlegen und den Schnee und das Eis formen können und Wärme herbeirufen, damit die Sippe nicht erfriert und durch den Winter kommt. Und da, wo die Macht nun mal stärker fließt, ist ein guter Ort, das zu tun. Es gibt aber auch solche Fäden, solche Linien von Mandra, von Kraft, die verdorben sind oder die einen schlechten Einfluss auf einen haben. Die finstere Träume bringen und die Magie verzerren. Hm. Draußen wird es langsam dunkel, während Bardoba entschlossen weiter vorliest. Langsam wird ihm der Mund trocken. Ich brauche mal was zu trinken. Glaubt ihr, es ist ungefährlich, das zu trinken, was da in der Truhe drin ist? Was ist denn da in der Truhe drin? Regenbogenfarbige Flüssigkeit. Ich weiß nicht, ob das zum Trinken geeignet ist. Das ist wahrscheinlich eine ihrer Tinkturen. Wie riecht denn das Wasser in meinem Wasserschlauch? Etwas muffig, aber nicht faulig. Gut, dann reicht das ja auch noch. Trinkst du daraus? Bitte? Trinkst du daraus? Ich trinke daraus. Ich probiere mal einen Schluck. Wiege ihn im Mund hin und her. Es schmeckt nach altem Leder, aber offensichtlich noch trinkbar. Und du bist auch vorsichtig genug, dass du bemerkst, dass die Nähte von dem Trinkschlauch langsam trocken und steif geworden sind, wo das Leder anfängt auszufransen und du ihn ganz sacht wieder absetzt, bevor er reißt und das Wasser gänzlich in der Gegend verteilt. Scheint so, als bräuchten wir bald alle neue Kleidung. Oh, wenigstens was Erfreuliches. Ja, nur dass es hier keine neue Kleidung gibt. Nicht so erfreulich. Ich schau mal meine Rüstung an. Die hat auf jeden Fall ein paar Rostflecken. Und die Riemen, mit denen sie getragen und verschlossen wird, sind teilweise alt und brüchig geworden. Du hast das Gefühl, mehrere Ringe sind aus deinem Kettenhemd, haben sich gänzlich verabschiedet vor Rost. Wir haben viel zu tun, eins nach dem anderen. Wir bleiben jetzt schon den Hinweis auf einen Ort immerhin. Wenn du weiterliest, es fehlen ein paar Tage in ihren Aufzeichnungen. Dann sagt sie, dass sie sich recht sicher ist, dass das Wunder, das sie erhofft hat, tatsächlich eingetreten ist. Dass die Natur sehr viel stärker zurückkommt, dass der Frühling früher da ist und mit größerer Macht, als sie ihn bisher hier erlebt hat. Und dass die Leute auf eine gute Ernte hoffen, wie sie noch nicht gesehen haben. Und das zieht sich mehrere Tage weiter fort. Die üblichen Berichte, bis dann mehrere Lämmer sind totgeboren worden, teils verwachsen. Teils sind ihre Hufe so lang regelrecht zu Klauen geworden. Ihre Zähne haben ihren Schädel gespalten, während sie gewachsen sind in einem Kiefer, der noch zu klein dafür war. Mehrere Tiere seien elendiglich verendet. Und an den Bäumen sind die Blüten nur wenige Tage offen gewesen und dann schon wieder herabgefallen. Und sie fragt sich, ob nicht vielleicht doch sie den Unmut von irgendeiner Wesenheit auf sich gezogen haben könnte. Die Einträge danach werden immer knapper und überschlagen sich, sind nur noch schreckliche Botschaften davon, dass die Leute unter neuen Gebrechen leiden, dass die Feldfrüchte, die so früh, ungewöhnlich früh aus dem Boden geholt werden können, die ersten Zwiebeln und dergleichen, furchtbar schmecken und nur regelrecht schon auf dem Teller zu verfaulen scheinen oder ja, gänzlich nur aus Wasser zu bestehen. Und dann ein Eintrag, wo sie sagt, ich fürchte, es war
ein immenser Fehler. Ich habe mich täuschen lassen. Und was immer ich angerufen habe, um im was auch immer ich gebeten habe, das Einzige, was ich erhalten habe, ist ein Fluch. Das Land fängt langsam an, um uns herum zu verdorren. Und alle hier wissen, dass ich diejenige war, die in der Nacht bei der Feste versucht hat, etwas zu erreichen. Es ist meine Stimme war, die sich an das Übernatürliche gerichtet hat. Dann schreibt sie, dass sie Angst davor hat, was die Menschen tun werden, die immer wütender werden, während sie sehen, wie das Land um sie herum verrückt spielt. Dass sie sie mit immer bedrohlicheren Blicken verfolgen und dass sie nicht mehr weiß, was sie tun kann. Sie hat zu ihrer Göttin gebetet und keine Antwort erhalten. Bis auf die, dass sie sich wieder der Alchemie zugewandt hat und es ihr gelungen ist, einen Trank zu brauen, der ihr bisher noch niemals gelungen ist. Einer, der Göttin geweiht ist und der ihre Kraft in sich trägt, zu erneuern und neu sprießen zu lassen, was bereits verdorrt ist. Mehr weiß sie nicht mehr, was sie tun kann, um zu versuchen zu helfen. Sie will mit den Leuten reden. Und wenn sie nicht reden kann, so wird sie sich der Tatsache stellen, dass sie ein furchtbares Unglück über diesen Ort gebracht hat und wird auch die Konsequenzen davon auf sich nehmen. Und hoffen, dass damit der Fluch gebrochen werden könnte. Und das ist der letzte Eintrag. Ich gebe mein Leben in deine Hände, Zar. Lanyare, Armand, zur Mittagsstunde. Die letzten Seiten sind leer. Ich klappe das Buch zu und schaue auf. Wir wissen jetzt, was dieser Trank ist, obgleich sich mir noch nicht erschließt, was genau er auslöst. Ja, kann man ihn einfach auf den Boden gießen und dann wird alles wieder so wie vorher? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man damit auch seine Rüstung einreiben oder ihn trinken. Du findest deine Rüstung oder dein dich selbst best wichtiger als alles hier? Ja, ich denke praktisch. Vielleicht können wir ihn auch irgendwo hinkippen, aber vielleicht bringt das auch nichts. Also. Vielleicht kann man... damit noch warten. Ich finde es gut, dass deine Freundin am Ende noch zu dieser Einsicht gekommen ist, dass sie einen Fehler gemacht hat. Ja, den hat sie offensichtlich gemacht. Ganz offensichtlich. Ja, aber sie hätte auch gut finden können, was sie gemacht hat. So eine Person war sie nicht. Ich habe sie auch nie für jemanden gehalten, der völlig unbedacht irgendwie sowas, also irgendwas ganz Schlimmes macht. Das ist... In der Jugend machen alle unbedachte Sachen. Ich streich mal so ein bisschen über meine Nicht-Schulter. Was hast du da vorgelesen? Die Stelle mit der Nacht und der Feste. Kannst du das nochmal vorlesen? Ich kann es nochmal vorlesen. Dass sie diejenige war, die nachts bei der Feste sich an das Übernatürliche gewandt hat, dass es ihre Stimme war, die zu den Göttern gesprochen hat. Nachts bei der Feste. Welche Feste? Wo ist hier eine Feste? Weiter vorne in dem Buch, wenn du wieder zurückblätterst, Badobar, steht, dass der Ben Seishaban ihr gesagt hat, dass der Ort, wo die sich kreuzenden Ströme von Macht am stärksten sind, bei einer Festung etwas nördlich von Dragenfeld sein. Scheiße. Yep. Das heißt, wir müssen aus diesem Tempel hier raus. Das müssen wir. Also, wie gesagt, vielleicht kann man das Zeug trinken. Vielleicht auch nicht. Aber wir sollten es auf jeden Fall mitnehmen. Wir sollten uns auf jeden Fall beeilen. Trotzdem. Also wenn du da rausgehst, solltest du es auf jeden Fall auf einen Versuch irgendwann ankommen lassen. Ja. Ohne dir zu nahe zu treten, aber ich habe noch ein paar Jahre mehr. Das ist mir vollkommen klar. Ich weiß genug über Zwerge und Elfen und Menschen und mich. Dass ich weiß, dass ich hier die schlechtesten
deutlich schlechtesten Perspektiven ab. Naja, Revanon wird nur merkwürdig. Also, ja. Das ist nur für uns die schlechteste Perspektive. Was wiederum für dich die schlechteste Perspektive ist. Also ja. Ja, gut. Vielleicht, also ich weiß ja nicht, sollen wir versuchen, hier nochmal Schlaf zu bekommen? Also so richtig Schlaf? Also ja. So ohne, hoffentlich mit Saarsegen, so ohne, dass wir uns gegenseitig selbst oder selbst zerfleischen. Und dann, weiß jemand, wo was Nordwesten ist? Nordwesten? Wir können die Sterne anschauen, dann wissen wir es, aber wir finden das. Ich denke, Revanon findet das. Oder, Revanon? Gibt's hier ein Fenster? Mhm, gibt es. Dann würde ich versuchen, einzuschätzen, wo Norden ist und einfach wortlos dahin deuten. Du willst vermutlich einen Orientierungswert von mir haben, richtig? Mhm. Das sind auch nur 8, aber ich habe ja Schicksalspunkte für so eine Aktion. Du schaust raus, siehst sofort den Stern, um den sich im Norden der Himmel und die Welt drehen. Und deutest in die Richtung. Präzise. Wunderbar, dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Du hast doch das Gefühl, irgendwie, wo du diesen Stern siehst, der deine ganze Kindheit und Jugend über dir gehangen hat und die Nacht erleuchtet hat, als hättest du ein bisschen einen klareren Weg jetzt vor dir und eine Orientierung im wahrsten Sinne des Wortes bekommen. Ich gehe zum Tempeleingang, verschließe das Tor von innen. Mhm. Draußen siehst du in dem Moment, wo du da stehst und schließen willst, leise auf einmal den Widerschein von Flammen, die um den dort stehenden Haufen Holz und den Pfahl in der Mitte leise flackern. Ah, scheiße. Oh, scheiße. Und ein Wispern, das im Wind leise mit sich getragen wird. Es war schon Tage nicht mehr so wie früher. Das Wetter ist falsch. Ist es jetzt Herbst im Frühjahr? Die Hexe, die Hexe, die Hexe, die Hexe. Liegt Magie in der Luft? Deine Bartwurzeln jucken wie verrückt. Schulinei. Höre ich das mit den guten Ohren? Mhm. Kommst du? Ja, ich komme. Schulinei kommt. Denn, ja, wenn ich das höre, gehe ich mich auch. Ihr seht Bardoba, der in der Tür steht und langsam mehr aus Orientierungslosigkeit, als dass es eine wirklich gute Idee wäre, sein Rapier zieht und unschlüssig dieses in der Hand hält. Oh. Und dann? Wenn Bardoba zum Rapier greift, das ist fast schon so ein bisschen reflexartig, dass Revanon dann den Bogen bereit macht. Und ihm dann erst auffällt, dass er gar nicht weiß, wofür. Und dann bewegt sich durchscheinend und schimmernd eine einzelne Gestalt langsam und an bedächtig über den Hof, durch die Flammen und den ganzen Aufbau dort hindurch, als würden sie nicht existieren, und dann zur Seite weg. Nur ein schwaches Funkeln, ein Leuchten, das irgendwie um eine Gestalt spielt, die gar nicht mehr wirklich da ist und die irgendwie Handlungen nachvollzieht, die von langer Zeit irgendwann mal vielleicht stattgefunden haben, aber die in keinem Beziehung mehr zu dem jetzigen Aussehen dieses Ortes stehen. Die Frau bewegt sich, redet mit unsichtbaren anderen Leuten, hebt die Hand und schaut zum Himmel hinauf, lacht und geht dann weiter. Kommt mir die Frau bekannt vor? Es ist nicht Laniare, nein. Es ist nicht Laniare, okay. Und das ist die einzige Gestalt, die hier rumläuft? Wenn du schaust dich genauer um? Ja, ich strecke mal den Kopf raus, aber nur kurz. Dann siehst du ein gutes Stück weiter. Zwei leuchtende Funken, die ganz kurz die Gestalt von zwei Kindern annehmen, die in einem Eingang
eines Hauses, der halb in sich zusammengesackt ist, sitzen und auch sich miteinander spielen. Sie bewegen die Hände hin und her, so als würden sie etwas hin und her reichen oder abklatschen oder Fädenspiele spielen und dergleichen, bis sie dann auf einmal aufschauen, auf eine Stimme hören, die ihr nicht hören könnt, aufspringen und in den Schutt hineinlaufen, als wäre ihr nicht da. Und dann ein kurzes Aufglimmen von einer Reihe von Gestalten, die um das geisterhafte Feuer herumstehen und die Hände beschwörend heben und ein leises Seufzen. Ich würde mal vor die Tür treten und mich umsehen. Also ich gehe nicht weit raus, nur dass man rechts und links sieht, ob irgendwas auf das Gebäude zukommt. Nein, die eine geisterhafte Frau ist schon wieder verschwunden, die vom Haus weggegangen ist. Die Kinder sind wieder fort. Und auch die Geistergestalten um die Flammen lösen sich wieder auf. Aber die Flammen, immer wieder einzeln aufflackernde Echos von einem Feuer, das da mal getobt hat, die bleiben. Die bewegen sich in einem trägen Tanz um die Kohlen, die Aschen, die Knochenreste, die Reste des Pfahls drumherum. Verschwinden einmal fast ganz, um dann wieder stärker zu werden. Und markieren diesen Ort offensichtlich dauerhaft. Aradobar sieht einfach nur müde aus. Hier ist so viel am Werk. So viel, gegen das ich nichts ausrichten kann. Ich möchte dem nicht planlos entgegentreten. Ich schaue dabei weiter die tanzenden Flammen an. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendetwas ausrichten können. Die Leute sind alle tot und wahrscheinlich sind sie alle ruhelos. Weil sie so gestorben sind, wie sie gestorben sind. Ich steck mal meine Waffe wieder weg. Es ist ein ungewöhnlich lautes Geräusch, wie die Waffe zurück in die Scheide gleitet, in dem ansonsten so stillen Ort. Ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist, wir können dafür sorgen, dass es aufhört. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber, ja. Wir müssen zu dieser Feste. Ja, wir müssen zu dieser Feste. Wir wollen und schulter den Bogen wieder. Ich gehe wieder rein, an den anderen vorbei und nicke. Morgen früh. So früh es geht. Und so morgen schnell früh. Es geht. Ich greife nach beiden Türen, ziehe sie zu mir zu, nicht ohne einen letzten, etwas eingeschüchterten Blick rauszuwerfen. Und dann suche ich irgendwas, mit dem man die Tür, also ob man einen Balken einlegen kann oder ähnliches. Das nicht, es war ein Haus der Andacht, das niemanden ausschließen sollte, aber du kannst einen von den Kerzenständern zweckentfremden dafür. Ja, ich zweckentfremde etwas. Dann überprüfe ich mal, also, naja, ich verschiebe nach Möglichkeit diese Fackelhalter vor die Fenster, sodass, wenn da jemand reingeht, er vielleicht mindestens Lärm macht. Mhm. Und dann würde ich mich in den letzten Raum begeben und da irgendwie in einer einigermaßen gerechten Art und Weise versuchen, aus diesem einen Bett 3 Schlafmöglichkeiten zu gestalten und unseren Decken, die wir ja auch noch haben. Begibt sich der Rest auch dahin? Ja, ich würde nach Möglichkeit die Schlafmöglichkeit, also eine der 3 Schlafmöglichkeiten in den großen Raum nahe der Tür verlagern. Mhm. Je weiter die Wände weg sind, umso besser. Und so richtet ihr euch langsam und vermutlich auch relativ schweigend ein Bett für den Elf.
Ich weiß nicht warum. Mein Gefühl sagt mir, dass wir hier sicher sind. Auch wenn ich das Gefühl habe, ein Fuß vor die Tür bringt uns in große Gefahr. Ich hoffe, dass wir sicher sind. Ansonsten werden wir nach einigen Stunden, also wenn zumindest ich nach ein paar Stunden Schlaf nicht mehr aufwachen. Wenn es hier Gefahren gibt, dann sind sie übernatürlich und böse. Und das ist immer noch ein geweihter Ort. Ich wünschte, Yusuf Fried wäre hier. Nein, eigentlich wünsche ich das nicht. Ich ziehe meine Rüstung aus, falte sie ordentlich zusammen, leg mich auf meine Schlafstatt und je nachdem schlafe ich sofort ein. Oder auch nicht. Das ist dann deine Entscheidung. Du kannst tatsächlich, wenn du das willst und dich entspannst, einschlafen. Wie sieht es mit Schulinai und Revanon aus? Versuche auf jeden Fall zu schlafen, ja. Ich werfe noch einen Blick aus dem Fenster in Richtung Norden. Du glaubst und dort ein vages, blaugrünliches Leuchten auszumachen, so als hätte jemand Nordlicht auf den Boden herabgezogen. Und dann gehe ich auch zu meiner Schlafstätte und werde tatsächlich schlafen. Schulinai bekommt das Bett, was davon übrig ist. Yes! Es riecht auch noch ganz vage nach getrockneten Blüten, nach dem Parfum, das sie gerne getragen hat. Oh Gott. Und als du dort langsam in den Schlaf, in den Traum versinkst, siehst du diesmal nur kurz die rote Ebene, die wirbelnden Nebel. Dann wird das alles von einem ruhigen, klaren Ton, wie von einer fernsingenden Stimme, ein wenig auf Abstand gehalten. So als würdest du davon weggetragen, wie auf einer fliegenden Bastmatte, wie auf einem magischen Teppich. Und dann siehst du herab auf Flammen. Und in den Flammen steht Lanirei. Und hebt dir eine Hand entgegen. Sie ist da nicht festgebunden, denn sonst wie. Und dieses Bild enthält auch nicht die schreckliche kochende Haut, den Gestank von brodelndem Fleisch. Und sie wirkt fast unversehrt, wie sie dort in den Flammen steht. Sie streckt dir nur eine Hand entgegen und lächelt fast ein bisschen. Ein bittersüßer Ausdruck. Und schaut dich an. Und du kannst es zwar nicht hören, aber sie formt mit den Lippen einige Worte. Nicht Lippen lesen. Ich mach es wieder gut. Hörst du leise. Ich versuch's. Und dann sinkt sie langsam, fast friedlich, in die Flammen herab und steigt als Staub und als Asche zu dir hinauf. Um dich herum ist wieder das wirbelnde Tosen von grauem Nebel unter dir, roter Staub, eine dunkle Gestalt, die auf dich zueilt. Aber dann drehst du den Kopf und atmest tief den Geruch nach getrockneten Kornblumen ein und spürst unter deiner Wange das feine Leinen eines Kissens und der Traum fällt von dir ab wieder mit diesem selben leisen singenden Ton und du wachst auf hinten in der Stube des Zartempels. Das erste Mal verschont geblieben von diesen Träumen. Das war was schlimmer als die Albträume. Aber wenigstens etwas hoffnungsspendender. Ist es denn morgen jetzt? Bitte. Wir könnten gerne am Morgen weitermachen in der nächsten Sitzung. Wenn wir dann diese Nacht hinter uns gebracht haben. Und ich glaube, es wird auch nur noch eine Sitzung sein. Und dann haben wir Albtraum ohne Ende durchgespielt. Aber es heißt doch ohne Ende. Ja. Dann werden wir in dieser Folge hängen bleiben und in einer Zeitschleife gefangen werden. Ja, wir spielen jetzt diese Folge immer und immer und immer wieder. Mhm. Das ist die Murmeltier-Folge. Möglicherweise. Ja, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen und dafür, die Stimmung zu halten. Es ist ja gar nicht so einfach, das zu tun. Spieler können das sehr leicht torpedieren, wenn sie das wollen. Aber ihr seid liebenswerte Mitspieler, die wirklich voll mitgehen. Ist alles in Ordnung, Ivy? Ich sehe aus wie ein Panda-Bär. Ja, alles gut. Alles gut. Assoziiere damit andere Sachen mit Panda-Bär-Make-up. Du denkst dann eher an Metal. Ja. Möglicherweise. Sieht nicht aus wie ein Mitglied von Immortal, von daher. Ja, vielen Dank auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir hatten ja immer sehr viele Treue. Dafür vielen Dank. Das ist auch immer eine Motivation, muss ich sagen. Zu sehen, wie viele Leute zuschauen, ja. Ja. Wie viele Leute haben zugeschaut? Ich sehe das immer nicht. Oh, schwankend. Jetzt gerade sind es 120, aber wir waren teilweise bei 150. Oh, wow. Ja, nach einem Raid waren wir 190. Ja, die sind aber nicht lange geblieben. Ja. Die sind schnell wieder gegangen. Ein paar Leute sind geblieben, zumindest haben die Zahlen das suggeriert, aber viele sind halt dann auch wieder gegangen. Ja. Danke an alle, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ja. Und wie Skartrek schreibt, ist es wirklich schwer, so etwas auszuspielen wie den Tod einer Freundin und damit umzugehen. Und das hätte diese Gruppe wirklich sehr toll hinbekommen. Ich gebe dieses Lob einfach mal direkt weiter. Danke, ich bin auch immer noch ein bisschen aufgelöst. Es ist sehr, sehr lohnenswert als Spielleitung, wenn man Leute hat, die wirklich so in der Geschichte dann auch sich reinhängen und mitgehen. Meine fiktive Freundin, die ich seit sechs Wochen kenne. Und dein fiktiver Kater. Ja, das ist noch viel schlimmer. Ja, gestorbene Freunde, alles in Ordnung. Aber Kater nicht dabei ist echt hart. Ja. Ja, wie geht's dann weiter? In 2 Wochen spielen wir wieder. Der übliche Turnus. Wir haben ja jetzt das Ganze versetzt. Die Montagsgruppe ist dann nächste Woche dran. Und dann ist Mittwoch Star Trek. Und die Woche drauf ist dann keine Montagsgruppe. Dafür sind dann wir mit dieser Besetzung wieder am Mittwoch. Das heißt, keine zweimal DSA 7 gezeichnet in der Woche, sondern nur einmal und dann halt eben immer verschoben im Zweier-Rhythmus. Es wird gefragt, gibt es ein Yusuf-Fritz-Spin-Off? Möglicherweise. Wir können ja DSK spielen oder so. Ich bin dabei. Wir spielen wie Yusuf Red und 2 weitere erwachte Katzenkumpels von ihm versuchen, diesem Fluch zu entkommen. Wie sie wahrscheinlich die Welt retten und wir wahrscheinlich viel zu spät kommen. Ja. Eine Art Cthulhu. Was passiert denn diese Woche noch? Diese Woche passiert noch. Morgen ist der Community-Tag. Das heißt, es wird wieder ein bisschen einfach entspannt Computerspiele gestreamt. Und danach werden wir kochen gemeinsam. Und ich weiß, dass auf jeden Fall Ivy beteiligt ist. Wie sieht es bei den anderen beiden aus? Wann fangen wir an morgen damit? Ist es auf jeden Fall nachmittags, abends. Und wir teilen das Orkenspalter-Kochbuch, also vom Orkenspalter-Forum, auf mehrere Leute auf, die verschiedene Gerichte gleichzeitig kochen. Boah. Nico wird sich auch beteiligen. Das wurde ich immer nach einer Nico-Kochshow gefragt. Mhm. Willst du was mit Dampfnudeln in roter Soße machen? Nein. 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr und nach Julia, die dann ja streamt, geht es um 21.30 Uhr dann weiter. Bavarian Ben Kenobi schreibt, Ivy ist verrückt beteiligt, oder? Ja, die Ivy ist sehr viel in letzter Zeit dabei und mich freut das wirklich sehr. Mich freut das auch sehr. Freut uns alle. Ja. Ich darf ja nicht raus, also irgendwas muss ich ja machen. Ja. Gut. Danke fürs Leiten, Mairi, immer wieder. Vielen Dank fürs Mitspielen. Ihr habt jetzt auch die offizielle Erlaubnis, aus Gambesaws und Mänteln und dergleichen euch wieder zu befreien. Oh, das ist nett. Vielen Dank, dass ihr euch jedes Mal so aufrödelt. Ich glaube, es trägt wirklich was zu der Stimmung allgemein. Es ist recht warm. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich hoffe, man sieht es nicht so arg, aber es ist recht warm. Man sieht es nicht, aber ich glaube es dir gerne. So ein Wollmantel. Gut, dann. Also das ist das, was morgen passiert. Spielen und kochen. Am Freitag ist geplant, dass wir abends einen kleinen internen Talk machen, wo wir auch mit dem Patrick ein bisschen reden. Am Samstag haben wir dann auch was. Und ich müsste jetzt nochmal auf die Grafik gucken, um das auswendig zu können. In meinem Hirn ist gerade nur dieses Abenteuer gespeichert, was wir jetzt gerade spielen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Genau. Und Montag geht es dann mit den 7 Gezeichneten
wieder weiter, aber mit der anderen Gruppe. Samstag spielen wir das Cthulhu-Solo-Abenteuer, genau, allein gegen die Dunkelheit. Ich glaube, das erste Cthulhu-Solo-Abenteuer, zumindest das erste, das ich kenne. Und passend für eine Situation, in der man wahrscheinlich eine physische Spielgruppe nicht so leicht an den Tisch bekommt. Und dementsprechend dann werden wir in Interaktion mit dem Chat reinspielen. Die dürfen dann die Entscheidungen treffen und ich lese nur vor. Gut. Das ist der Punkt, an dem ich jetzt mich dann auch verabschiede. Ein letztes Mal Dankeschön an meine tollen Mitspieler. Vielen Dank an die Vorbereitung, die Nico getätigt hat, der mir Musik zugeschoben hat und dergleichen. Deswegen wir heute auch mal ein bisschen was Neues an Melodien hören konnten. Meine Spiele leider nicht. Das geht ja, nicht, aber zumindest der Stream. So schade, wir können das gar nicht hören. Ich versuche dann immer Musik zu finden, die gerade zu der Stimmung passt, die ihr verbreitet. Und ja, und ich beende das jetzt. Vielen Dank an die Leute, die zuschauen und allgemein. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Bye.